Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Horrorspiel auf dem Kanal. Endlich wieder Horror und der Titel verrät es auch schon. Wir spielen Song of Horror, ein Indie-Game, was in der letzten Zeit doch sehr an Aufmerksamkeit gewonnen hat. Es handelt sich dabei um ein narratives Psycho-Horror-Game, das entwickelt wurde von dem spanischen Studio Protocol Games, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, ich entschuldige mich dafür, wenn es nicht richtig ist, und von Razer Games gepublished wurde. Es handelt sich um ein Episodenspiel, wobei wir die Episoden allerdings noch nicht auswählen können, erst wenn wir sie freigespielt haben. Und die ersten beiden davon kamen im Oktober, glaube ich, 2019 raus, also zu Halloween. Und was ich daran eigentlich so interessant finde, ist, dass wir zum einen im Third-Person-Modus spielen, was ja eigentlich ein Stilmittel alter Horror-Games ist und ich eigentlich in manchen Spielen sehr vermisse, außer dass die Steuerung meistens furchtbar ist, aber da werden wir gucken, wie wir klarkommen. Und dass wir in dem Spiel tatsächlich sterben können. Denn wir spielen wohl gegen eine KI-Präsenz, die sich mit unseren Entscheidungen weiterentwickelt und dadurch jeder Durchgang individuell sein wird. Das heißt, wenn wir sterben, sind wir tatsächlich weg und ich glaube, wenn ich mich nicht irre, können wir bis zu 16 Rollen spielen. Ich bin echt gespannt. Ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Auftakt, ein Freitag wie jeder andere. Oder auch nicht. Für meine liebste Ariadne? Irgendwie sowas. Kopfhörer habe ich, Controller habe ich nicht. Wir müssen mit Tastatur klarkommen. Ich hoffe, das geht auch so. Aber wenn man an alte Horrorspiele denkt, ist natürlich der Controller immer passender, wenn man in Third-Person-Modus spielt. 25. September 1998. Da war ich gerade in der Grundschule. Daniels Wohnung. Home sweet home. Okay, also mit der Maus kann ich mich gar nicht... Wenn ich die Maus bewege, bewegt er seinen Kopf. Aber ich kann keine Kameraperspektive wählen. Das ist eigenartig, aber okay. Raus können wir nicht mehr. Da kommen Erinnerungen auf. Wir sind in seiner Wohnung. Wir sind Daniel. Der schmucke Mann hier. Oh ne, mach mal wieder an. Es ist kurz vor 7:45. Was ist das? Eine Taschenlampe. Meine alte Taschenlampe. Sie hat mich mehr als einmal in der freien Natur gerettet. Wir sind also Naturbursche. Das kann ja nur gut werden. Kann ich hier rein? Ach ne, warte. Ich guck mir erstmal die Toilette an. Mann, der Toilettenablauf stinkt. Wie immer. Ja, vielleicht müsste die mal gereinigt werden. Da macht er, Ich dachte, der sagt jetzt was. Boah, schicke Bude. Kannst du nicht meckern. Ist wahrscheinlich auch sowas wie ein kleines Tutorial jetzt, damit wir uns an die Steuerung gewöhnen können. Beziehungsweise ich. Denn die ist schon etwas ungewöhnlich. Ich werde meinen Sonntag auf der Couch verbringen und Jazz hören. Meine Videosammlung. Ich habe einige Western und Krimis. Gute Wahl. Ich kann es kaum erwarten, die nächste Episode von Akte X zu sehen. Oh geil, kennt ihr das noch? Oh, das habe ich geliebt als Kind. Ich sollte das alte Ding ein für alle Mal verkaufen. Wieso? Fahr doch mal damit. Warte mal, können wir hier noch... Können wir eigentlich auch rennen? Tatsache, wir können auch rennen, das finde ich gut. Daran muss ich mich echt erstmal, ja. Mist, ich hätte schwören können, dass ich den Müll rausgebracht habe.
Ja, das sage ich zu mir auch immer. Ein Restkaffee. Nicht meine Lieblingsdroge an einem Freitagabend. Makellos. So wie es sein sollte. Ja, ich glaube, der gute Mann legt nicht viel Wert auf Hygiene in seinem Haus, aber das kann er ja auch machen, wie er will. Ich bin nicht wirklich hungrig. Außerdem habe ich diese Woche keine Lebensmittel eingekauft. Ja, wer weiß, was wir gerade für Sorgen haben. So, warte. Kommt hier die Pflanze? Verdammt. Ich habe die Vorhänge wieder geschlossen. Ich werde diese arme Pflanze noch töten. Tja. Ja, zumindest weiß er, dass Pflanzen Licht brauchen. Das ist ja schon mal was. So, Daniel. Also mit der Maus können wir wirklich gar nichts machen. Die werde ich gar nicht brauchen. Nicht die beste Pizza, die ich je gegessen habe, aber sie macht satt. Nee, hier geht's nicht weiter. Gut, dann gucken wir uns mal die anderen Räume an. Ich glaube, wenn ich feststellen sollte, dass ich das doch nicht so cool finde mit der Tastatur, denn wenn wir hier schnell agieren müssen, wird das echt schwierig mit dem Pfeiltasten. Oh, crikey, seriously? Nee, du wartest jetzt. Ich will mir alles angucken. Meine Plattensammlung der 80er Jahre. Vielleicht kann ich mir nächsten Monat ein Regal leisten, in dem ich sie unterbringen kann. Sophie, ich habe Jahre gebraucht, um diese Bilder wieder aufzustellen. Wer ist Sophie? Ist das unsere Frau? Ist die gestorben? Vollgestopft mit den verschiedensten Dingen. Meine Wohnung ist definitiv zu klein. Ja, das sieht man, aber Geldmangel scheinst du ja nicht zu haben bei den ganzen Sachen, die du hier hast. Sebastian P. Hascher, Autor von Geschichtsromanen. Von seinem letzten Roman wurden 4 Millionen Exemplare verkauft. So, jetzt gehen wir mal ran. Hallo. Daniel, it's me, Etienne. Hey, we've got a bit of a major emergency going on here. Oh, you're joking. Friday evening, and there's an emergency? This is serious business. Sebastian Hascher is nowhere to be found, and his manuscript should have been at the office by Tuesday. He won't answer his calls, and he hasn't shown up at his office at the university. He's vanished into thin air. Oh, don't screw with me, Etienne. Call him on Monday or send a courier for him. I just got in the door less than 5 minutes ago. I go myself, but I've got to attend Albert's performance in half an hour. Plus, Hascher's house is closer to your place than it is to mine. Come on, man. The sooner you go, the sooner you'll get back home. You're going to owe me a big fat favor. Whatever you want. Write this down. 4 Abbott Thomas Road. In the old housing developments along Highway EB-15. EB-15? Good God, that's out in the sticks! I plan to take a few days off after this. Well, we'll talk about that once you find him. Oh, and if he gives you the manuscript, don't show it to anyone. And don't go selling it off to the highest bidder. I'll see what I can do. We'll ring you up when I get back. Thanks, Dan. You're saving my skin. Again. Another Friday evening and I'm working as an errand boy. I suppose they're too important over at Wake Publishers to come looking for jolly old Hascher themselves. Shit. Even I should be too important for that. Though I mustn't overstretch my complaints. Rising from my lot as a drunkard and financial ruin to that of an errand boy is actually quite an improvement. If only things had gone a bit better for the company. Or I'd got on the wagon a bit sooner. Damn, Sophie did the right thing when she divorced me. I would have divorced myself in her place. Daniel Neuer, the bloody alcoholic. Chin up, you. That is Daniel Neuer, the bloody ex-alcoholic, after all. Wake Publishers employee by day, Wake Publishers screwed over lackey by evening. Even Friday evenings. But if I could find Hascher, I have a feeling my status at the company would rise quite a bit. After all, he is the publishing firm's biggest star. Let's cross our fingers and hope he's home.
Ach so, das ist der Ladebildschirm. Ich dachte schon. Ja, also ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass wir so bald zurückkommen werden. Wir gehen jetzt in die Villa von dem Hascher, dem Autor von Geschichtsromanen. Treffe keine voreiligen Entscheidungen, wenn du nicht sicher bist, ob du handeln solltest oder... Ja. Und wir sind Ex-Alkoholiker, haben wir gerade erfahren. Und deswegen hat uns unsere Frau verlassen. So fangen alle Horrorspiele an. Auftakt. Ein Freitag wie jeder andere. Ja gut, dann legen wir mal los. Wie gesagt, ich glaube, es war keine gute Idee. Aber naja, ein Dreirad. Ich wusste nicht, dass Hascher Kinder hat. Es geht hier also um diesen Autor. Warum die Seitentür nehmen, wenn der Haupteingang näher ist? Ja, jetzt ist das vielleicht noch nicht wichtig, aber vielleicht später. Weil ich habe auch gelesen, dass man hier sehr gut aufpassen muss. Am besten sehr viele Details sich merken sollte. Und ich habe auch schon Zettel und Stift für den Notfall. Eine Zeitung. Auf der Titelseite ist ein Artikel über den Mörder, den sie vor etwa einer Woche verhaftet haben. Ein Mörder geht um? Vielleicht in diesem Haus. Hallo? Is that music? I'd better take a look. Jede Figur besitzt eine eigene Lichtquelle. Um sie aus- und einzuschalten, drücke F. Ja, das ist ja typisch für Taschenlampen. Wenn du die Lichtquelle eingeschaltet, ist, kannst du die Richtung wählen, in die das Licht scheinen soll. Verwende dazu, ja, da können wir dann die Maus wählen, na Gott sei Dank. Benutzen, meine ich. Auf diese Weise kannst du bestimmte Bereiche beleuchten und mit Objekten interagieren, die sich möglicherweise nicht direkt vor deiner Figur befinden. Deine Lichtquelle wird niemals ausgehen. Benutze sie so oft, wie du sie brauchst. Das finde ich gut. Ah. Is that someone playing a music box? Aber der Hascher, war das nicht der am Anfang? Im Intro, der die Spieluhr zugemacht hat? Das sieht aus wie ein Reiseführer. Die Uhr zeigt 12 Uhr an. Ich schätze, sie muss repariert werden. Tja, wir können uns hier so viel angucken. Wahnsinn. Ich will halt auch nichts verpassen. Da sind eine Menge Kleider. Ist jemand zu Hause? Was ist das hier? Der Alarm ist ausgeschaltet. Besser so. Wenn er losgeht, habe ich eine Menge zu erklären. Ah, hier können wir rein. Boah, da werde ich ja bald eine Karte brauchen. Gottes Willen, wenn wir uns hier so viel angucken können. Mir geht es viel besser, seit ich aufgehört habe zu trinken. Vielleicht könnte ich Sophie fragen, ob sie ausgehen möchte. Ach was, konzentrier dich, Daniel. Also er vermisst seine Frau auch. Und ich weiß auch noch nicht so genau, wie wir hier sterben können. Okay, hier in die Tür können wir gar nicht. Ich weiß auch noch nicht, was hier auf uns warten wird, wie dieser Horror sich gestalten wird. Hascher ist auf vielen dieser gerahmten Bilder zu sehen. Die anderen sind wohl seine Familie, schätze ich. Diese Bilder machen mich depressiv. Ich selbst würde niemals solche Bilder aufhängen. Ja, schade, dass wir uns die noch nicht so angucken können, ne? Ja, ja wo? Guck mal, hier blinkt doch was. Warum kann ich mir das nicht angucken? Muss ich da mit der Taschenlampe? Hier. Das ist seltsam. Was machen all diese Koffer hier? Es könnte sein, dass der Autor versucht hat, zu fliehen vor irgendetwas. Ein Schachbrett. Passt wirklich gut zum intellektuellen Ambiente dieses Hauses. Und ich glaube, hier kommt das Spieluhrengeräusch her. Deswegen würde ich gerne noch mal rausgehen, mich anderswo umschauen. Denn wenn es hier wirklich nach Details geht, möchte ich mir natürlich alles angucken, was geht. Wer weiß, wozu wir das später noch brauchen. Familienporträts, nehme ich an. Sie sehen alt aus. Mann, dieser Spiegel ist übel.
Wegen dem Spiegelbild, was du darin siehst, oder wegen etwas anderem? Bücher und Teller im selben Schrank? Hier ist es ziemlich unordentlich. Ja, bei dir doch auch. Der Tisch ist gedeckt, aber mit Staub bedeckt. Wo sind alle? Das werden wir vielleicht herausfinden. Hier geht auch noch eine Tür rein. Dekorative Früchte. Das ist teures Porzellan. Ich schätze, sie wollten nicht, dass jemand denkt, sie seien arm. Könnte sein. Boah, ist das groß hier. Ein Klavier. Bloß, dass ich nicht so richtig rankomme, ne? Jetzt. Wie schön. Klingt wie ein Engel. Der kennt sich aus. Schau dir all die Flaschen an, wenn ich daran denke, dass ich mein Leben damit fast ruiniert hätte. Tja. Aber meistens hat es ja auch einen Grund. Und den vorzeitig zu erkennen, ist eben auch nicht immer einfach. Aber wenn du einmal Alkoholiker bist, dann bist du es für immer. Selbst wenn du abstinent bist, du hast immer diesen Stempel. Geschichts- und Kunstzeitschriften. Ich habe nichts gegen diese Literatur, aber sie würde mich wahrscheinlich zu Tode langweilen. Kommt drauf an, was man mag. Oh, ein Hirsch. Darf ich bitte den Hirsch? Der Kopf von diesem Hirsch ist fast so groß wie ich. Also vielleicht auch ein Jäger der Hascher? Schau dir all die Flaschen an, wenn ich daran denke, dass ich mein Leben... Achso, das hatten wir schon, ja. Na, mach doch. Oh, ich glaube, ich werde echt ein Gamepad nehmen. Das ist ja furchtbar. Bei so vielen Menschen im Haus ist es kein Wunder, dass niemand jemals die Anrufe von Etienne beantwortet hat. Etienne? All diese Bücher hat Hascher selbst geschrieben. Es müssten Erstausgaben sein. Kommen wir hier rein? Manchmal geht das auch mit Mausklick. Oh Gott, wo bin ich denn hier? Ich frage mich, wer das ist. Ich mich auch. Eine beeindruckende Anzahl an Büchern. Geschichtsromane. Es macht Spaß, sie zu lesen, obwohl ich die Zeitungen vorziehe oder bevorzuge. Ein Fotoapparat oder besser eine Imitation. Wenn ich das zerbreche, werden noch meine Enkel dafür zahlen. Das kann gut sein. Wenn die wirklich so reich sind. Oh Mann, dieser Typ ist sogar noch unordentlicher als ich. Ja, würde ich nicht so sagen. Hauptsächlich Kriminalromane und Thriller. Die mag ich. Grammatikbücher und Nachschlagewerke. Ich schätze, die sind nützlich, wenn Hascher etwas schreibt. Ja, manchmal muss man auch was nachgucken. Bücher, Bücher und noch mehr Bücher. Japanische Schwerter. Dank dieser dämlichen Cartoons ist jetzt alles aus diesem Land in Mode. Das sind keine Cartoons, das sind Mangas. Diese Schublade scheint zu klemmen. Kriegen wir sonst hier noch irgendwas? Also hier ist eine Schublade, die wir eventuell öffnen können. Die können wir auch nirgends durch, oder? Geht's nach draußen? Also wenn ich hier mal schnell agieren muss... Puh. Vielleicht sollte ich das öfter mal testen. Umzurennen. Warte mal, hier ging's noch hin. Ah, jetzt sind wir wieder dort, wo ich eigentlich gar nicht hin wollte, ne? Zumindest noch. Hier waren wir gerade, glaube ich. Oh, noch ein Schallplattenspieler. Aber der ist es nicht, oder? Ein schicker Plattenspieler. Sieht alt aus. Wie du. So, jetzt müssten wir theoretisch hier auf dem Flur sein. Wo geht's hier lang? Eine Streichholzschachtel. Mir fällt kein guter Grund ein, das Haus niederzubrennen. Noch nicht. Brauchen wir vielleicht später auch noch.
Sie sind alle mit Staub bedeckt. Hier wurde seit Tagen nichts gereinigt. Tja, naja. Alles so verwinkelt, ne? Also. Hier waren wir doch auch schon. Und hier kommt, glaube ich, das Geräusch her. Du hast einen untersuchbaren Gegenstand gefunden. Um ihn zu untersuchen und Informationen zu erhalten, drücke E. Um die Rückseite zu lesen, drücke die Maustasten. Du kannst jederzeit auf dein Inventar und die Dokumente zugreifen. Drücke dazu die Taste E, also für Inventar, und J für Journal. Okay, das mache ich. So, lesen wir mal. Lieber Sebastian. Ach nee, stimmt, der hieß ja Sebastian. Wer ist denn dann Etienne? War das der... Ich habe schon wieder vergessen. Wie geht es dir? Ich muss ehrlich zugeben, dass wir bereits alle ungeduldig auf dein neues Werk warten. Mein lieber Freund, es fällt mir nicht leicht, aber ich muss dich um einen Gefallen bitten. Anbei findest du einen Artikel, den wir kürzlich erstanden haben. Eine kunstvolle Spieluhr mit faszinierenden Gravierungen. Die Kunstfertigkeit ist beeindruckend, aber etwas anderes ist mir aufgefallen. Vielleicht sollte ich sagen, meinem Gehör? Die Melodie, Sebastian, sie ist irgendwie eigenartig. Du musst dir selbst anhören. Ich hatte das Lied noch nie zuvor gehört und alle meine Versuche, die Partitur oder den Namen oder Komponisten zu finden, waren vergeblich. Ich werde diese Melodie wahrscheinlich mein ganzes Leben lang nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Erster Brief von Isaac Ferber, ein Brief an Hascher, den Daniel in der Villa des Autors gefunden hat. Achso, das steht dann immer sozusagen da. 1. August 1998. Was hatten wir denn jetzt? September? Ich weiß es nicht mehr. Gut. Können wir das noch drehen? Sebastian. Straße 4 war das doch, ne? Hier, das sieht aber aus wie ein A. Das ist eine alte Schrift. Kannst du mir helfen, mehr über diese Spieluhr und ihre geheimnisvolle Melodie herauszufinden? Ich würde für immer in deiner Schuld stehen. Meine aller herzlichsten Grüße und HDGDL Isaac oder Isaac Ferber. PS, ich habe auch die wenigen Informationen beigefügt, die ich über die Spieluhr finden konnte. Brief adressiert an, ach, hier steht's ja, Thomas Abt, Straße 4. Ist doch eine 4. Gut, danke. Ja, interesting, aber ich will da trotzdem noch nicht reingehen, denn ich glaube, da drin ist dann die Spieluhr. Und ich möchte mich gerne noch ein bisschen umschauen. Denn als das Telefonat angefangen hat, dann konnten wir uns ja auch nichts mehr ansehen. Da ging es ja sofort weiter. Und deswegen möchte ich gern noch mal gucken, ob ich die Treppe hier hochgehen kann. No, the music isn't coming from upstairs. Okay, verstehe. Also hier können wir noch gar nicht hin. Ist auch in Ordnung. Ach nee, warte mal, was ist das denn? Okay. Ich weiß nicht, haben wir uns jetzt überall umgeschaut? Wir waren hier drinne. Das haben wir gesehen. Der macht halt auch nicht, was ich will, ne? Ich habe ja jetzt The Council gespielt, da war die Steuerung ja ähnlich, aber da hast du wenigstens noch die Kamerafahrt so ein bisschen gehabt. Waren wir hier schon drin? Ich glaube ja, ne? Ja. Genau, hier ging es nach unten, da kamen wir ja nirgendwo durch. Was ist denn eigentlich auf der Seite? Auch noch eine Tür. Die hätte ich fast übersehen. Gut, können wir abkürzen. Auch nicht schlecht. Hier ist ein Fenster offen. Kann ich das zumachen? Nö. Ja, dann zieht's halt. What the? How can there be a door there? Oh nö, jetzt geht das hier schon los. Alles verrammelt und verriegelt. Warte mal, ich gucke mich erstmal hier um. Überall Sachen herum. Das erinnert mich an mein Studentenwohnheim. Also der hat wohl nach dieser Spieluhr geforscht und dann irgendwas herausgefunden wahrscheinlich. Er hat sie ja auch zugeschlagen, haben wir gesehen. Noch ein Plattenspieler. Auf dem Plattenspieler ist klassische Musik aufgelegt. Mysteriös. Was ist das hier oben? Wow, der Typ jagt gerne. Sophie würde einen Anfall kriegen, wenn sie das sehen würde. Ja, Sophie ist die Frau. Das Radio ist älter als ich. Und? Sind diese Gewehre echt? Bestimmt.
Oh Gott, ob das so eine gute Idee ist. Und damit war der ganz normale Freitag doch nicht mehr so normal. I'd hardly taken a step forward when I heard the door close behind me. When I turned around, the door wasn't there anymore. And all that was left of it was a strange shadow on the wall. I searched. I despaired. And I screamed until my throat began to burn. The candles started to run out, as did the batteries in my torch. From within the most suffocating darkness, the hours went by, until turning into days. And I began to fall in and out of a restless sleep. I would hear voices, sometimes right next to me, other times a few yards away. It seemed like they were coming from the other side of the wall. Desperate cries, howling in horror. And sometimes, the worst of all, a vast, oppressive silence would fall, seeming to emanate from everywhere and nowhere all at once. There was nobody there. Just hallucinations. Nightmares, black nothingness, and the song from that music box. Trapped in this impossible place, I wondered if I was going to die there. Drei Tage später. Etienne? Do you have any news on Daniel yet? Oh, Sophie. No. We've been calling him at home all day, but there's no response. Do you know if he's got a mobile phone? No, I don't think so. And if he does, he doesn't tend to keep it on him. Oh, man. I think I should pass by the Husher place when I leave, just to see if they know anything. Husher the writer? Your client? Yeah. I sent Daniel over there on Friday, and I haven't heard from him since. What's the address? I'm going to stop by Daniel's place, and if I don't find him, I can go around and ask about him. The house on the outskirts of town, on Highway EB-15. Number 4, Abbott Thomas Road. It's a big house. Okay. I'm headed over. Call me if you find him. Of course. Same to you. Drei Tage sind vergangen, seitdem Daniel in die Huscher-Villa gegangen ist. Seither hat niemand von ihm gehört. Und da fällt dem nicht mal ein, dem Verleger, die Polizei zu rufen oder so? Da muss dann erst die Ex-Frau kommen. Naja, gut. Oh! Sophie van Denent. Denent. Miss Denent. Alter 40, Lichtquelle, Kerze, okay. Das Leben hat Sophie viele Male auf die Probe gestellt. Aber sie hat es immer geschafft, dank ihrer außergewöhnlichen Widerstandsfähigkeit konnte sie die Kraft aufbringen, ihre gescheiterte Ehe mit Daniel zu beenden. Sophie, die eine renommierte Kunstgalerie leitet, genießt nun ein Leben im Wohlstand. Etwas, nach dem sie sich stets gesehnt hatte. Schnelligkeit, Unauffälligkeit, Stärke, Gelassenheit, okay. Es könnte natürlich sein, dass wir das vielleicht noch ausbauen können, dass das je danach, wie wir spielen, steigen kann. Duftkerzen. Wann immer ich eine anzünde, fühlt sich alles um mich herum sicherer und friedlicher an. Sophie. Ja. Was ist das? Okay. Warte mal. Lass mich mal durchskippen, was wir hier alles haben. Sollen wir uns jetzt da jemanden auswählen oder wie? Etienne Bertrand oder Bertrand. Alter 45, Lichtquelle, Feuerzeug. Ein selbstbewusster self-made Mann, arbeitet als Vertriebsleiter bei Wake Publishing. In seiner Rolle als persönlicher Assistent, die Schrift ist echt schlecht zu lesen, ist Daniel zu einer Art Laufburschen geworden, obwohl Etienne ihm langsam immer mehr Verantwortung überträgt.
Auch wenn beide sich gern über den anderen beschweren, schätzen sie sich gegenseitig sehr und haben außerhalb der Arbeit ein freundschaftliches Verhältnis entwickelt, was jedoch keiner von ihnen gerne zugibt. Der hat die gleichen Eigenschaften, Notizordner. Alles Wichtige aufzuschreiben ist das Geheimnis eines guten Gedächtnisses, Etienne. Also der hat sozusagen eher die Stärke, dass er sich halt alles aufschreibt. Die hat hier ihre komischen Kerzen. Hat Kunst sozusagen eher dann eher wahrscheinlich das geschriebene Wort. Dann haben wir hier noch Alexander Leskin, Alter 59. So sieht er aber nicht aus, ne? Der wird ja bald 60. Lichtquelle Kerze. Alexander und seine Frau Mascha sind Haushälter in der Villa des Schriftstellers Sebastian P. Hascher. Einer ihrer vielen Aufgaben ist es, sich um die Kinder des Autors zu kümmern. Das russische Ehepaar, beide christlichen Glaubens, zog Anfang der 80er Jahre nach Europa, um einer geheimnisvollen Vergangenheit zu entfliehen, von der Alexander nur selten spricht. Flachmann aus Leder. Nimm einen Schluck aus der Flasche, um deine Nerven zu beruhigen, wenn Gefahr lauert. Das hat bei mir immer funktioniert. Alexander, okay? Also wahrscheinlich kann er sich dann wahrscheinlich kann er sich dann besser beruhigen. Ah, der hat auch als Lichtquelle eine Kerze. Gelassenheit, eher wenig, eher Stärke, Unauffälligkeit, ne, und schnell ist der auch. Okay. Alina Ramis, Alter 32, Lichtquelle Taschenlampe. Alina ist leidenschaftlich, lernt schnell und scheut sich nicht davor, ihre Hände bei der Arbeit schmutzig zu machen. Stets gut gelaunt und energiegeladen hat sie mit ihrer Schwester die Welt bereist, auf der Suche nach einem besseren Leben für sie beide. Alina arbeitet jetzt als Elektrotechnikerin bei Monolith Security und ist Teil eines hochqualifizierten technischen Supporter-Teams, das High-End-Haussicherungssysteme für exklusive Kunden repariert. Walkie-talkie, es funktioniert nicht mehr richtig. Es empfängt eine Menge seltsamer Störsignale. Alina. Okay, die ist dann eher weniger gelassen, aber hat hier natürlich viele gute Fähigkeiten. Und die ist halt komplett gelassen hier, ne? Ich weiß halt nicht, inwiefern wir das brauchen. Also ich habe jetzt so das Gefühl, wir sollen uns hier jemanden aussuchen oder so. Schnelligkeit, Unauffälligkeit, Stärke. Der hat eigentlich auch von allem relativ viel. Hat dann dafür vielleicht andere Schwächen. Ich weiß halt nicht, was wir brauchen könnten. Der ist halt extrem stark und kennt sich im Haus vielleicht auch eher aus. Boah, ganz schön schwer. Also eher so die Richtung Kunst, eher so Richtung Verlagswesen und Notizen und bla, Recherchen vielleicht auch. Oder eher so, ich kenne mich im Haus aus, ich bin der Starke, ich erledige die harten Probleme. Oder eben so Elektrik-Spezialistin mit Taschenlampe auch. Das finde ich halt echt nicht schlecht. Aber die stehen halt, glaube ich, eher ein wenig Bezug zu dem Daniel. Und die Frage ist halt, sollen wir uns jetzt jemanden raussuchen, der eher, weil sie hat ja im Endeffekt schon gesagt, dass sie in das Haus gehen möchte. Ist halt bloß die Frage, was wir hier brauchen. Also was ich definitiv in Horrorspielen immer sagen kann, ist, dass irgendwo der Strom ausfällt und wir da was machen müssen. Es ist immer dasselbe und deswegen, ich weiß nicht. Aber sie hat doch gesagt, sie würde das machen. Und in welchem Bezug steht die? Was passiert denn überhaupt, wenn ich hier drauf drücke? Oh. Okay, dann haben wir das jetzt ausgewählt. Scheiße. Na gut. Die Hascher-Villa ist ein großes Kolonialhaus aus dem 19. Jahrhundert und gehört dem Hascher, einem renommierten Professor, bla 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 bla. Treffe keine voreiligen Entscheidungen. Wenn du nicht sicher bist, ob du handeln solltest, kannst du jederzeit später zurückkommen. Wie? 3 Tage sind vergangen, seitdem Daniel in die Hascher-Villa gegangen ist. Seither hat niemand von ihm gehört. Wie, ich kann jederzeit wiederkommen, meinen die damit beenden und speichern, oder? Wenn der Glücksbringer deine Figur nur eine begrenzte Anzahl von Malen verwendet... Hä? Achso, verwendet werden kann. Was denn für ein Glücksbringer? 28. September 1998.
Okay, dann spielen wir jetzt Alina. Aber was ist denn jetzt unsere Motivation, hierher zu kommen? Ein Dreirad. Meine Schwester und ich hatten eins, als wir klein waren. Kann ich lieber die Frau? Das ist die Haupteingangstür. In der Firma haben wir Schlüssel zu allen Türen unserer Kunden. Ach, die hat hier das sozusagen eingerichtet. Aber was ist denn ihr Motiv, jetzt hier zu sein? Das frage ich mich halt gerade. Die Tür klemmt. Ich komme hier nicht durch. Denn eigentlich hat die Frau doch gesagt, dass die will. Also, dass sie den suchen will. Aber wenn wir hier echt sterben können, dann wäre es vielleicht gar nicht so doof, jemanden zu schicken, den wir vielleicht eher entbehren können, weißt du? Schau dir die verlaufene Tinte an. Die Zeitung muss im Regen gelandet sein. Kapitel 1. Haschervilla. The door was open. Were they waiting for me? Ist halt jetzt die Frage, ist das jetzt doof, dass wir die gewählt haben? Die sehen aus wie Reiseführer. Einer ist über mein Land. Manchmal sehe ich teure Uhren wie diese, wenn ich Alarmanlagen im Haus irgendeines Seniores installiere. Also die Spanierin. Können wir nicht nochmal zurückgehen? Hier ist die Alarmanlage. Anlagensteuerung, aber sie scheint keinen Strom zu haben. So wie ich das hier sehe, ist bestimmt jemand im Haus. Oh Mann, ich dachte, wir können uns dann nochmal entscheiden oder so. Das finde ich jetzt doof, dass wir die gleich nehmen mussten. Wurde ja auch nirgends erklärt irgendwie. Der Spiegel ist unglaublich schmutzig. Ich kann mich darin kaum sehen. Ist halt immer die Frage, ne? Ist es besser oder nicht, sich nicht zu sehen. Alte Familienfotos in Schwarz-Weiß. Oh, und ein Zettel. Staubige Notiz. Mein lieber exzentrischer Ehemann, ich habe dir deinen Schlüssel in die obere Schublade in deinem Büro hinterlegt. Die Kinder waren in letzter Zeit sehr nervös. Wir müssen darüber reden, sobald du zurückkommst. Und ich will nicht, dass sie damit spielen. Eine Notiz von Catherine, Haschers Frau, geschrieben am 4. September 1998, gefunden im Eingang der Villa. Sonst steht da nichts drauf. Habe ich den jetzt eingesteckt? Wir können ja mal kurz gucken. Okay, wir haben ein Walkie-Talkie. Glücksbringer, passiv. Ich weiß nicht, was mit diesem Ding los ist, aber es treten immer wieder seltsame elektrische Störungen auf. Alina. Können wir nicht benutzen. Okay. Wer weiß, wofür das gut ist. Dann gucke ich jetzt nochmal hier. Staubige Notiz. Okay, wir haben die. Gut, die steckt dir also automatisch ein. Hatten wir schon. Nur eine gequälte Seele kann solche Bilder malen. Ich frage mich halt, wenn wir jetzt jemanden genommen hätten, wie den russischen Typen, ne? Der gläubig ist, ob das dann ein Nachteil für uns gewesen wäre. Einige dieser Koffer sind leer, andere nicht. Es sieht so aus, als ob sie nie fertig ausgepackt hätten. Die Atmosphäre ist schon mal echt gut. Das Haustelefon sieht nach einem sehr alten Modell aus. Leere Weinflaschen neben einem Plattenspieler. So, warte mal, können wir die andere Frau nicht... Also ich hätte halt lieber die Frau von dem, die Ex-Frau von dem genommen, aber egal. Jemand in diesem Haus spielt wohl gerne Schach. Hier gibt es noch eine Tür. Hier ist das Klavier. Die Senores des Hauses haben ein Piano. Ich wette, es klingt wunderbar. Chambre. So viele Flaschen. Die Leute trinken gerne viel. Oh, die Musik. Sehr gut gemacht. Die Pflanze fängt an zu welken. Ich denke, sie braucht etwas Wasser. Also ist ja ihre Motivation jetzt einfach nur, dass die halt... irgendwas mit der Alarmanlage machen soll oder so. Geschichtsmagazine, da geht es um viele Völker und Epochen.
Der Kamin. Wenn ich das richtige Zeug finde, könnte ich es anzünden. Aber warum? Weißt du? Also, oh. Ah, den können wir dann sozusagen tatsächlich bestücken mit Holz. Ein Tier zu jagen und es dann nicht zu essen, ist respektlos gegenüber der Natur. Ich hoffe, sie haben es gegessen. Bücher von Sebastian P. Hascher, dem Senior dieses Hauses. Eines Tages muss ich eins lesen. Tja, wenn du noch dazu kommst, ne? Das sind alte Geschichtsromane und Abenteuer. Das hier habe ich gelesen. Gold in den Andes. Buenissimo. Ja, keine Ahnung. Eine Kamera, die nur zur Dekoration hingelegt wurde. Und dieser Globus sieht so alt aus und ich könnte ihn so leicht auf den Boden werfen. Hm. Quantos libros? Ich bräuchte 2 Leben, um die alle zu lesen. Aber das ist ja jetzt alles eigentlich genau das Gleiche, ne? Gruselige Bücher. Ich sollte meiner Schwester eins davon geben, damit sie nicht so viel schläft. Äußerst technische Bücher in vielen Sprachen. Ich wünschte, eins davon wäre über Elektronik. Ich will mehr darüber lernen. Ich kenne keines dieser Bücher. Oh, ich kenne diese Schwerter aus diesen japanischen Comics, Mangas. Meine Schwester Rosa mag sie so sehr. Hier ist noch die Schublade. Butcher! Ich werde die Schublade nicht öffnen können, wenn ich sie nicht vorher einfette. Hm. Also hier können wir dann auch was tun. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte auf die... Was blinkt denn hier noch? Der Senior des Hauses ist ein Schriftsteller. Er sieht aus, als wäre er sehr altmodisch. Wahrscheinlich es sieht aus. Aber da die Entwickler ja auch ein spanisches Studio haben, finde ich das eigentlich gar nicht schlecht, dass wir eine spanische Person spielen. Allerdings, wie gesagt, die hat halt keinen... Die hat auch irgendwie gar keinen Bezug zu dem Daniel. Weißt du, das finde ich halt irgendwie komisch. Und die nächste Frage ist, also wir könnten jetzt erstmal hochgehen. Oder hier war doch auch noch irgendwas. Hier war dann dieser Raum, ne? Ach, die nimmt sie jetzt. Okay. Streichholzschachtel. Nur eine gewöhnliche Streichholzschachtel. Brauchen wir die? Okay. Noch was anderes. Es sind noch ein paar Streichhölzer drin. Also wir können auch... Warte kurz. Okay. Wir können sozusagen auch Informationen über die Gegenstände sammeln. Wunderschönes Teegeschirr. Hier kommen wir dann wieder in diesen Raum. Genau. Was für ein schöner hoher Tisch. Ich könnte leicht darunter klettern. Wieso? Wieso sagst du das? Hier ist das Fenster offen. Mach doch das Fenster zu. Leute, diese Früchte sind nur zur Dekoration gedacht, aber sie sehen so echt aus. Warum will die unter den Tisch kriechen? Ei, so seltsam. Sie haben den Tisch gedeckt, aber niemand hat etwas gegessen. Ich habe noch nie ein Haus gesehen, in dem die Teller mit den Büchern zusammen aufbewahrt werden. Nee, ich auch nicht, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich war sonst kein Platz. Sie ist verschlossen. Ich brauche den Schlüssel. Wir müssen einen Schlüssel finden. Oh, die Atmosphäre ist echt gut. Ich hoffe, euch ist es nicht zu dunkel. So. Achso, hier war ja das. Da müssen wir später rein. Zu der Schublade. Ey, ich brauche echt eine Karte. Also das ist... Ich glaube, mit der Zeit gewöhnt man sich dran. Und so richtig rennen möchte sie auch nicht, wenn ich das möchte. Das ist natürlich doof. So, dann gehen wir jetzt erstmal hoch. Den Schlüssel holen. I should take a look in this floor first. Oh, okay. Dann, ja, was kann man denn hier noch? Irgendwo oben ist ein Schlüssel. Hier waren wir, glaube ich. Nee, hier waren wir noch nicht drin.
Ein Vogel, der auf einem Mädchen sitzt, das mit einer Decke zugedeckt ist. Es wirkt so, als ob der Vogel ihre Seele herausgerissen hätte. Hoho. Sehr freundliches Ambiente hier. Ein geschlossener Koffer, der aussieht, als wäre er mit Kleidung vollgestopft wahrscheinlich. Entschuldigung, ich mache immer zu schnell weg. Das sieht aus wie ein Keller. Nee, da will ich nicht hin. Hier geht's noch lang und hier geht's noch lang. Wir gehen mal hier lang. Als Rosa und ich klein waren, zog unsere Familie von Pueblo nach Lima. Ich habe es geliebt, mit dem Fahrrad durch die Straßen der Stadt zu fahren. Ach, die Garage ist das, okay. Verglichen mit diesem Monster wirkt mein Roller so klein. Scheint auch niemand zu benutzen. Bedienungsanleitung, warte mal. Ah, okay. Bedienungsanleitung für Boiler, oberes Bedienfeld. Abschalten, drücken Sie den linken Knopf. Start, drücken Sie den mittleren Knopf. Entleeren, drücken Sie den rechten Knopf. Im Falle einer Fehlfunktion, die eine korrekte Nutzung des Boilers verhindert, könnten Sie eine Notabschaltung durchführen, indem Sie den blauen Knopf für 4 Sekunden gedrückt halten. Das schreibe ich mir, glaube ich, mal auf. Warte mal kurz. Ich weiß halt nicht, inwiefern ich die Information behalte, deswegen würde ich mir das mal kurz abschalten. Erstmal Boiler. Und ich liebe das auch, mir Sachen zu notieren. Abschalten. Links. Start ist Mitte. Entleeren. Rechts. Bei Fehlfunktionen. Warte, das war blauer Knopf. Für 4 Sekunden. So, okay. Also wir wissen ja, wo wir es zur Not finden, aber ich... Was? Der Boiler ist hier drin. Das Problem ist, dass er keinen Strom bekommt. Okay, also erstmal Strom. War es vielleicht doch nicht so doof, die zu nehmen, die sich damit auskennt. Alte Metallkiste, eine rostige alte Metallkiste, die verschlossen ist. Egal, wie sehr ich es versuche, ich kann sie nicht öffnen. Okay, dann... Habe ich die jetzt eingesteckt? Warte, nee, das war Inventar. Ja, ich habe die Kiste. Können wir vielleicht später machen? Ich sehe einen Bohrer, aber keine Bohraufsätze. Es gibt eine Lochstanze und ein paar Hämmer, aber keine Flachkopf... Keine Flachkopfschraubendreher. Gottes Willen. Man kann Sachen ja mit vieles öffnen, aber dafür brauchen wir einen Flachkopfschraubendreher. Das ist ja witzig. Na gut, wenn ihr meint. Nope. Scheint so, als wäre es von der anderen Seite verschlossen. Okay, was ist hier drin? Nope. Diese Türe wurde mit einem Schlüssel abgesperrt. Brauchen wir also auch noch einen Schlüssel. Hier können wir nichts mehr sehen. So, jetzt haben wir uns hier umgeschaut. Bleibt ja noch die nächste Tür, die wahrscheinlich dann auch verschlossen ist. Wir müssen irgendwie Strom machen, nehme ich an. Denn anscheinend... Ach, hier waren wir schon. Anscheinend sind wir ja hier, um irgendwas zu reparieren. Das haben wir schon gesehen. Na, nein. Oh Gott, Steuerung. Also wir hätten unten die Schublade, wo wir aber was zum Fetten brauchen. Wir haben... Achso, den Reiseführer hatten wir schon. Wir haben irgendeinen Schlüssel, der oben ist, den wir benutzen können. Können wir hier noch irgendwas machen vielleicht? Nein, dreh doch um. Ich würde ja gerne wieder gehen. Es wäre halt echt interessant zu wissen, die klemmt, da komme ich nicht durch, ob die anderen dann genauso reagieren würden, also die anderen Rollen, die anderen Figuren. Oder ob das eben immer gleich ist und alle einfach unterschiedliche Fähigkeiten haben.
Das ist echt interessant. Ich finde das total cool. Auch wenn die Steuerung echt nervig ist, hat es doch irgendwie... Ach du Gott. Manchmal sehe ich teure Uhren. Das hatten wir schon. Warte mal. Ich sehe die Uhrzeit gar nicht. Warum sagt sie denn... Was ist denn? Was denn? Was denn? Was ist denn? Vielleicht habe ich jetzt hier irgendwas getriggert oder so. Weiß ich nicht. Aber ich frage mich, was wir jetzt hier finden sollen. Ich dächte, ich habe alles abgeguckt. Ach nee, hier war da noch eine Tür, ne? Waren wir da schon drin? Weiß es gar nicht. Ach nee, das ist neu. Oh, was sind das für Geräusche? Oh, ich vermisse das Obst meines Landes so sehr. Ich erkenne die Sprache in diesen Büchern nicht, aber von der Titelseite her sehen sie aus wie Kochbücher. Aha. Aha. Ein Ring, ein Metallring. Der Ring ist aus Eisen. Ich bin mir nicht sicher, wo er herkommt. Mhm. Die Kerben, ich glaube, er ist an dieser Stelle abgebrochen. Okay, also den brauchen wir dann wahrscheinlich noch für irgendwas, nehme ich an. Oh, hier unten läuft Strom. Sie haben nur den halben Kaffee getrunken. So eine Verschwendung. Wahrscheinlich waren sie in Eile. Mirda! Schau dir diese Funken an. Diese Pfütze muss sich auf die Lichter im Haus auswirken. Ah, okay. Also können wir das wahrscheinlich dann... Oder müssen wir das entfernen? Ich weiß nur noch nicht wie. Ich hoffe mit Handschuhen. Ein Bild von Saul. Ein Bild von Hashas jüngstem Kind. Oh Gott. Saul, 7 Jahre alt. Ach so, okay. Mehr können wir da gar nicht entdecken. Und sie hat es eingepackt. Der Kühlschrank ist voller kleiner Notizen und einer Liste mit Hausarbeiten. So, können wir hier sonst noch was? Hier geht noch eine Tür rein. Ich gehe erstmal hier rein. Ach, nope. Nope, sie ist verschlossen. Ich brauche einen Schlüssel. Na, warte mal. Können wir da vielleicht jetzt... Mm-mm. Es wäre albern, es auszuprobieren. Alles klar. Warte, das war der Kaffee. Genau, hier hatten wir alles. Oha. Das sieht mir doch nach dem aus, was ich gesucht habe für den Strom. Ha? All dieses künstliche Zeug. Wo sind die frischen Lebensmittel? Hundefutterdosen und andere Dinge. Oh, Ölkanister. Ein rostiger Kanister mit Motoröl. Hm. Ich glaube, sie verwenden diese Art von Öl in der Werkstatt, in die ich immer mein Auto gebracht habe. Können wir da sonst noch irgendwas lesen? Nee, gut. Damit können wir wahrscheinlich dann die Kiste öffnen. Also die Schublade, meine ich. Dreh dich doch um. Mädel, dreh dich doch um. So, ist hier noch was? Ist das eine Tür? Das ist doch eine Tür, oder? Warte, dann gehen wir mal wieder raus. Jetzt macht es nicht mit Mausklick. Oh Gott. An Türen lauschen. Was war das für ein Geräusch? Du solltest besser nachsehen, bevor du wieder rausgehst. Um dein Ohr gegen die Tür zu drücken, musst du zunächst an die Tür gehen und sobald du das Lauschen-Symbol siehst, drücke und halte die rechte Maustaste. Achte beim Lauschen auf Geräusche, die von der anderen Seite kommen. Oh Gott. Butcha, what was that? Butcha. Und wenn ich was höre, was ist dann? Ach, gedrückt halten, okay. Ich höre aber nichts. Oh, die Umgebung erkunden.
Es scheint, als wäre die Luft rein. Von nun an kannst du lauschen, was auf der anderen Seite von Türen passiert, die du noch nicht untersucht hast. Achte auf die Symbole, die eingeblendet werden, wenn du dich in der Nähe einer Tür befindest. Benutze deine Karte, um dich zurechtzufinden. Auf der Karte ist jeder Ort verzeichnet, den du bisher erkundet hast. Um die Karte zu öffnen, drücke M. Die Karte wird ständig mit relevanten Informationen aktualisiert und wirf daher ab und zu einen Blick auf die Karte. Juhu! If there's someone at home, I'd rather not bother them. Ich frage mich sowieso, warum die da ist. So, wir sind jetzt in der Küche und müssen jetzt in die Bibliothek. Das heißt, wir müssen dann in den Raum. Genau. Gut. Gut zu wissen. Das ist ja cool. Da haben wir doch noch unsere Karte bekommen. Kann ich jetzt hier... Hier gibt es kein Lauschensymbol. Boah, aber die Atmosphäre ist gerade so gut einfach. Die arbeiten auch mit wenig Sachen, eigentlich größtenteils mit Geräuschen. Aber die sind einfach so gut. Warte mal, jetzt gucke ich mal auf meine Karte. Gut, dann müsste ich ja jetzt hier rein. Ich hoffe, ich kann jetzt mit dem Öl oder mit dem Schmiermittel die Truhe öffnen hier, die Schublade. So. Habe den Schlüssel bereits? Ah, Hauptschlüssel sieht aus wie ein alter Schlüssel. Es war der Er war in der blockierten Schublade in der Bibliothek. Ich habe diesen alten Schlüssel hauptsächlich in Peru gesehen. Sie öffnen verschiedene Schlösser. Hä? Ach, sowas wie ein Generalschlüssel oder was? Okay. Dann kann ich jetzt hier auch nochmal reingucken? Da ist eine Mappe in der Schublade. Haiku-Mappe 3. Ein Teil von einem Sammlerstück. Eine rötliche Mappe mit einem Haufen Papieren. Kann ich damit was... Kann ich die aufschlagen? Kann die auch nicht benutzen? Betrachtet habe ich die schon. Hä? Wie kann ich denn das... Kann ich hier mal... Nee, will sie anscheinend nicht. Na gut, dann habe ich jetzt die Mappe. Ich sehe absolut nada, was ich nehmen könnte. Ach, die ist cool. Was war denn das hier unten? Ist das hier unten? Ah, ne, sind die Schwerter. Okay. Das sind die Schwerter. Jetzt haben wir einen Hauptschlüssel. Damit können wir in verschiedene Türen rein. Da gehe ich doch gleich mal... I shouldn't answer the phone. Should I? Ich weiß nicht. Wäre das klug? Sollen wir das machen? Sterben wir dann? Hello? Hello? Who is this? I can't understand anything. We can't leave my room. What? What the... Hä? Who was that? A child? Auch kein Lauschensymbol? Achso, ist ja nur bei Türen, die ich noch nicht kenne. Gut. Aber hier müsste es das jetzt ergeben, ne? Oder, ach nee, hier konnte ich schon rein, oder? Aber hier noch nicht. Stimmt. Ich höre nichts. Mierda. Warte. Vor uns ging es doch mit Q. Ja, jetzt nicht mehr. Okay. Gut. Ich weiß nicht, wozu ich dieses Ding... Okay. Hier vielleicht? Ich höre nichts. Ich hoffe, da ist nichts. Oh Gott, was ist das denn? Oh nö. Oh nö, das ist der Keller. Das ist der Keller.
Vor allen Dingen, bis jetzt haben wir nur den Tisch gefunden, um uns zu verstecken. Oh Gott, die Musik. Safe-Rätsel, eine handgeschriebene Notiz. Ein Rätsel von Hascher für seine Tochter Julia. Liebe Julia oder Julia, ich gratuliere dir, dass du diese Notiz gefunden hast. Du bist der Lösung des Rätsels, das ich für dich vorbereitet habe, schon einen Schritt näher gekommen. Ich hoffe, es bietet dir etwas Beschäftigung, während ich weg bin. Ich habe deine Lieblingspuppe im Safe versteckt und die Kombination geändert. Da du Detektivin werden willst, wenn du erwachsen bist, glaube ich, dass du hierbei deine Schlussfolgerungsfähigkeiten üben kannst. Die neue Kombination lautet wie folgt. Die Nummer unserer Hausanschrift, Souls Alter, das Jahrzehnt und Jahr, in dem das Gemälde oben direkt neben der Treppe gemalt wurde. Viel Glück, meine Detektivin. Einen dicken Kuss, dein Papa. Okay. Warte mal, das schreibe ich mir mal kurz auf. Also, Safe. Die Nummer der Hausanschrift war die 4, ne? Dann Souls Alter war 7. Und das Gemälde. Oh, die Musik. Hab kaum mehr Platz für den Zettel. Gut, da haben wir uns das jetzt mal notiert, dass wir das später noch finden können. Die Senioras des Hauses haben eine teure Weinsammlung. Ja, die trinken anscheinend auch gerne Wein. Warte, ich gucke erstmal hier. Gibt es denn hier noch? Oh, hier geht's auch weiter. Was ist hier? Diese Vasen sehen aus, als würden sie einen Haufen Dinero kosten. Oh Gott, hier ist noch eine Tür. Warte mal, ich gehe erstmal die andere Seite. La la la. Oh Gott. Das ist ja jetzt schon furchtbar, ey. Dieses Gemälde ist aus dem Jahr 1945. Es wirkt so traurig. Das ist aber nicht das Gemälde neben der Treppe, oder? Der Keller ist voll von nutzlosem Gerümpel, wie in vielen Häusern. So, warte. Was? Was? Ich kann nichts davon gebrauchen. Nada. Sag mal, wunderst du dich nicht? Also, wenn ich jemand wie die wäre, ne, die ja eigentlich nur Elektrikerin ist und wahrscheinlich irgendwas reparieren soll, dann hätte ich mich schon längst wieder verpisst. Also scheiß drauf, was hier... Oh, warte mal. Sind das die Sicherungen hier? Die Sicherungen sind durchgebrannt. Ich wette, der Schutzschalter wurde durch eine Überlast ausgelöst. Okay. Ich glaube, sie haben diesen Schrank leer stehen lassen. Ich bin mir sicher, dass ich hineinpasse. Was? Oh Gott. Warte mal, wir haben doch die Kiste hier, ne? Ach so. Ach so, das hätte ich vor uns noch entdecken können. Sicherung steht da nämlich drauf. Sie ist festgeschraubt. Ja, ich weiß, da brauchen wir diesen blöden Flachkopfschraubendreher. Also hier könnten wir uns zur Not verstecken. Ich hoffe, das müssen wir jetzt doch nicht. Bitte. Ich hoffe, das müssen wir jetzt doch nicht. Gott. Schnell raus hier, ey. Die Musik ist furchtbar. Oh Gott. Jetzt probiere ich das hier nochmal kurz. Ach nee, warte. Nope. Nope. Okay, da können wir jetzt sozusagen noch gar nicht rein, was? Aber wenn ich hier... Ich komme halt jetzt auch gerade nicht ins Inventar. Dann wird das wohl so sein. Wo war denn noch eine verschlossene Tür? So, wir haben die jetzt geöffnet. Das war in die Garage. Da gibt es ja nur den Ausgang. Dann haben wir noch... In der Küche hinten eine Tür, die verschlossen ist. Haben wir das schon probiert? Im Wohnzimmer war der Kamin. Ach nee, ne, oder? In der Küche. Dann gehen wir mal zur Küche. Wir müssen ja eh nach dem Gemälde gucken.
Und dann nehme ich jetzt einfach mal an, dass das vielleicht hier irgendwo ist. Ach, können wir noch gar nicht hoch. Gut, dann müssen wir wahrscheinlich in die Küche. Warte, warte, warte. Was muss ich jetzt hier rein? War das hier? Ja, ich glaube, das war hier. So. Hier ist eine verschlossene Tür. Nee, die ist offen. Aber die war verschlossen. Genau. Das hätten wir auch gleich machen können. Super. Chevere, die Tür hat sich geöffnet. Ich horch erstmal. Klingt safe. Klingt safe. Wir gehen einfach rein. Oh, was ist das denn? Ein offener und leerer Kleiderschrank. Ich würde sogar hineinpassen. Oh Gott. Vergiss es, Linda. Das ist ein totales Durcheinander. Hä, Linda? Was? Ach, Lina. Entschuldigung. Oh, Dios mio. Waren das Vögel? Was ist mit diesen armen Tieren passiert? Oh Gott, die sind hier gestorben. Oh, Kaminholz, Brennholz, ein Haufen Holzscheite. Dieses Brennholz wurde mit einer Axt sauber zerhackt. Das nehmen wir mit. Sonst noch was hier, was wir nehmen könnten? Nö. Gut. Dann gehen wir jetzt mal zum Wohnzimmer. Was geht denn jetzt ab? Oh, mein Herz. Weißt du, die arbeiten mit nicht viel, aber es ist so gruselig einfach gerade. Gott. So, ab ins Wohnzimmer. Wir haben ja auch die Streichhölzer. Das können wir dann sozusagen auch kombinieren. So, jetzt sind wir im Wohnzimmer, ne? Genau. Hier ist das Dingens. Hier ist der Kamin. Na, komm. So. Halt, komm. Holz. Aha. 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 Und die Streichhölzer. Ich glaube nicht, dass ich das Holz mit den Streichhölzern allein zum Brennen bekomme. Okay. Dann vielleicht noch... Ach, das Öl haben wir gar nicht mehr. Heiko-Mappe? Schade. Ich dachte, wir können die da reinschmeißen. Ja, Hauptschlüssel. Mappe. Streichholzschachtel? Was denn noch? Echt nicht? Okay. Dann gucke ich jetzt mal nach dem Bild neben der Treppe. Das ist es wahrscheinlich nicht. Ha? Hm. Hier sind noch Bilder gewesen, hier vorn. Alte Familienfotos in Schwarz-Weiß. Hm. Nur eine gequälte Seele. Warte mal, wo können wir denn jetzt noch rein? Da war noch zu, aber da konnten wir ja auch nichts holen. Jetzt haben wir dort hinten den Raum freigeschaltet. Wo ist denn noch was verschlossen? Im Esszimmer. Im Esszimmer ist noch was verschlossen. Gut. Gehen wir halt dort rein nochmal. Ah, das dauert heute alles. So. Hier, ne? Ne, hier waren wir schon drin. Andere Seite.
So, dann nehmen wir mal den Schlüssel. Das ist ja dort, wo das Geräusch herkam. Der Schlüssel passt. Wir können gar nicht lauschen. Okay, dann gehen wir halt einfach rein. Frech, wie wir sind. Hier ist der Typ verschwunden. Hier ist der Schraubenschlüssel. Warte mal. Boah, die Musik wird schon wieder so doof. Dieser ganze Raum riecht nach Tabak. Ich verstehe, dass Menschen für Nahrung jagen, aber das ist zu viel. Wieso, was ist denn? Achso, das sind Hirschgeweihe. Notiz von Julia und Saul, also den Kindern, ein bekritzeltes Stück Papier aus dem Raucherzimmer in der Hascher-Villa. Oh, warte. Julia, ich habe gestern eine andere Tür gesehen. Als ich am Esszimmer vorbeiging, hörte ich plötzlich die Musik aus Papas Spieluhr. Als ich hineinging, sah ich die Tür. Ich bin losgelaufen, um es Mami zu sagen, aber als wir zurückkamen, war sie weg. Sie hat mich geschimpft. Sie hat mich geschimpft? Weil ich mir angeblich Dinge ausgedacht habe. Das ist nicht fair. Ich habe die Wahrheit gesagt. Hier war eine alte Tür, die anders war als alle anderen. Es steckte sogar ein Schlüssel im Schlüsselloch. Wenn ich sie noch einmal sehe, gehe ich rein und lasse die Tür offen. Dann wird Mami mir glauben. Saul, ich habe die seltsame Tür gesehen, von der Julia geredet hat, die vorher nicht da war. Oh, hier geht's noch weiter. Mami war sehr böse und hat Julia immer weiter angeschrien. Ich möchte nicht, dass sie streiten. Die Tür macht mir Angst. Ich verstecke den Schlüssel im Puppenhaus und werde die 5 Puppen verstecken, auch wenn sie dann böse auf mich sind. Ich werde sie wieder hervorholen, wenn Mami und Julia die Tür wieder vergessen haben. Achso, das ist vom Saul. Einer hat Hunger, also macht ihre Freundin das Abendessen, weil es in der Küche gut riecht. Eine andere liest, während ihre Schwester ein Bad nimmt. Die hässliche Puppe bewacht die Tür. Ich kann sie nicht leiden. Achso, dort sind die versteckt, oder? Warte mal kurz. Da schreibe ich mir wieder alles auf. Puppenrätsel. Also Küche. Lesen, Bibliothek. Und bewacht die Tür. Die müsste ja hier sein. Bewacht die Tür. So, warte. Gut. Und was liegt hier? Aha. Ein Flachkopfschraubendreher. Er sieht so aus, als hätte er schon bessere Tage gesehen. Es ist einfach, die Schrauben mit einem solchen Schraubendreher zu lösen, auch wenn sie rostig sind. Weißt du was? Das werden wir gleich machen. Ich weiß nicht, wozu ich dieses Ding hier brauchen könnte. Na, hier nicht, aber im Inventar. Ach so, kombinieren mit... Aha. Die Sicherung. 4 Sicherungen. Sie waren in einer alten Metallkiste. Sehr nice. Und hier müsste jetzt irgendwo eine Puppe liegen, oder? Pachamama. Pachamama, Mutter Erde. Das klingt auch nicht so toll. Hier liegt noch ein Plattenspieler. Klassische Musik. Es passt perfekt zu diesem Haus. Sonst noch was, was ich hier... Es liegt so viel Gerümpel herum, als ob sie alle Kisten geleert hätten, um nach etwas zu suchen. Oh, die Stimmung. Hier ist doch eine Puppe. Hier sind doch Puppen. Die sind es aber nicht dann, oder wie? Also irgendeine Puppe bewacht den... Was steht denn hier rum? Oh Gott. Schnell raus hier, Ede. Der Raum ist mir nicht geheuer. Was denn jetzt? Was denn? Hallo? Hello. Is there anyone there? Nein. Was? Etwas versucht hereinzukommen. Verhindere, dass sich die Tür öffnet. Um Kraft zu sammeln, drücke wiederholt auf E. Sobald du dich stark genug fühlst, um gegen die Tür zu drücken, um sie zu blockieren, drücke auf Space, also Leertaste.
Zu warten, bis deine Kraft am größten ist, ist effektiv, aber riskant. Du entscheidest, wann du gegen die Tür drücken möchtest, aber sei extrem vorsichtig. Egal was passiert, sorge dafür, dass sie geschlossen bleibt. Oh Gott. Tür. Selten sei extrem vorsichtig. Zum Glück hast du es diesmal geschafft. Du bist vorerst sicher. Oh Gott. Hör mir auf, ey. Aber bleibe weiterhin auf der Hut. Was auch immer das war, es könnte noch im Schatten lauern. Bei bestimmten Ereignissen hast du die Möglichkeit, in Räumen, die du bereits untersucht hast, an Türen zu lauschen. Das mache ich sofort. Das mache ich jetzt an jeder Tür. Denke immer daran, besonders vorsichtig zu sein. Es könnte dein Leben retten. Okay. Alter Schwede, ey. Push that door. What's happening? Tja, das frage ich mich auch. Okay, da höre ich was, da gehe ich nicht mehr rein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Warte mal, wo bin ich denn? Wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? So, warte mal. Ich hatte mir aufgeschrieben in der Küche, dass da eine Puppe ist. Warte mal. Küche und Bibliothek hatte ich mir aufgeschrieben. Gut. Okay, die müsste safe sein. Boah. Nö. Gehe ich erst in die Küche oder ins... Ah ne, da ist er jetzt aber im Flur. Ist doch hier Bambule. Ich kann ja mal lauschen. Geht nicht mit lauschen. Nee, da gehe ich jetzt. Also, nee, wirklich nicht. Kann ich auch nicht lauschen? So, wo soll denn hier die Puppe sein? Irgendwo im Esszimmer. Ach so, vielleicht müssen wir da auch erst den Strom. Weißt du? Ja, theoretisch sollte die ja hier sein, oder ist die im Kühlschrank? Mach mal den Kühlschrank auf. Nö. Gut, dann eben wieder raus. Anscheinend sollen wir jetzt die Treppe hochgehen. Gottes Willen, ey. Furchtbar gruselig. In der Bibliothek, aber das wird dann wahrscheinlich genauso sein. Wir gehen jetzt einfach mal hoch. Wir müssen ja auch das Gemälde finden. Und die Sicherung haben wir. Warte mal. Wie wäre es denn, wenn wir jetzt erstmal die Sicherung reindrehen? Dann haben wir zumindest vielleicht Strom. Was war das? Ich höre Herzschlag und ich habe jemanden gehört da drin. Habt ihr das auch gehört? Da war so ein Weinen. Oh Gott. So, hier war zu. Nee, ich wollte doch in den Keller. Wo war denn gleich der Keller nochmal? Veranda, Wohnzimmer, Bibliothek, Esszimmer, Küche. Nee, hier war das nicht. Ach, scheiß drauf, dann gehen wir halt erst die Treppe hoch. Ja, okay. Ich mach ja schon. Warte mal, die Bilder... Da irgendwas? Nö. Können wir uns nicht angucken. So, was ist denn hier jetzt? Ach, na sieh an. Super. Ich würde normalerweise ein Gemälde oder einen Spiegel hängen. Hier würde normalerweise ein Gemälde oder ein Spiegel hängen. An der Wand ist noch ein Umriss erkennbar. Natürlich. Das wird es wohl nicht sein. Das ist eckig. Oh, dieser Mann sieht so besorgt aus. Hier steht, dass das Bild aus dem Jahre 1634 ist. Aber nicht das, was wir suchen, ne? Wenn ich woanders wäre, könnte ich mich einfach zurücklehnen, entspannen und zusehen, wie der Wind durch die Bäume weht.
Ein Auto kommt vorbei. Hilfe! Also das Bild müssen wir dann sozusagen auch noch finden. So, lass mich jetzt erstmal hier gucken. Schwarz-Weiß-Foto. Ein Bild von Hashas Frau Catherine mit ihren Kindern Julia und Saul. Ist aber eine hübsche Frau. Schau dir dieses Foto nicht an. Hab ich? Aber ich hab's doch schon angeguckt. Oh Gott. Was zum... Na super. Hätte ich jetzt nicht machen sollen, stimmt's? Ein Roman von Sebastian P. Hasher. The Golden Bonfire. Wer weint denn da? Wer weint da? Okay, hier ist safe. Hier gehe ich rein. Mierda. Okay, dann benutzen wir mal den hier. Was? It's totally dark in there. I can't see a thing. Ich denke, dieser Schalter ist für die Lampe im Schlafzimmer. Warte, was? Wenn ich den Strom im Haus wieder einschalten kann, okay. Also hier gehen wir nicht rein. Eins der Bücher ist aufgeschlagen, aber ich verstehe die seltsame Sprache nicht. Was denn, wenn wir jetzt hier lauschen? Okay. Und tschüss. Schnell weg. Ein Schiff wie das, mit dem die Spanier zum ersten Mal nach Amerika kamen. Oh, ich will hier raus. Ich will hier weg. Mach doch die Fenster zu. Wahrscheinlich ist es durchs Fenster gekommen. Weißt du? Diese komischen Hände da. Was ist das? Das hatten wir doch schon, ne? Warum liegt denn das noch da? Ach so, das ist der Roman. Okay. So, dann lausch mal. Hier ist alles safe. Und die Tür ist offen. Ein Glück. Oh, ein Badezimmer. Oh, das sieht ja schön aus. Was ist denn da drunter? Ein Geschirrtuch. Ein schmutziges Geschirrtuch. Es fühlt sich an wie ein Schwamm, wenn man es anfasst. Ich könnte mir vorstellen, dass wir damit die Pfütze aufwischen können. Es ist wirklich viel Staub auf dem Glas. Was haben wir hier drin? Viele der Toilettenprodukte sind noch verschlossen. Vielleicht sind sie für die Gäste gedacht. Können wir die nehmen? Nö, können wir nichts nehmen. Was ist hinter dem Duschvorhang? Gibt es hier noch irgendwas? Nö, war nur das Bad. So. Oh, das ist echt gut, das Spiel. Nee. Mm-mm. Ah! Oh. What? Who's there? Nee. Mm-mm. Das ist mir zu viel schwarze Grütze dran. Inka-Figuren. Ich kann sie mit geschlossenen Augen erkennen. Was ist das hier? Oh. Wow. Wenn ich ein paar Klemmen für die Batterie... Kohle hätte, könnte ich sicherlich den Scheinwerfer einschalten. Wofür denn? In diesem Schrank muss in diesem Sack muss Pflanzenerde sein. Oh, ich kann die Schrift echt ganz schlecht lesen, bloß. Muss die vielleicht mal größer machen. Die Pflanzen im Garten sehen besser aus als die Pflanzen, die im Haus stehen. Naja. Die werden ja auch vom Regen versorgt. Was ist das? Aha. Aha. Grillzange, eine Grillzange mit Holzgriff. Ideal zum Grillen. Ha? Das ist eine gute Zange. Gute Griffigkeit. Nehmen wir mit. Oh, hier geht's noch weiter.
Alles Gute zum Jahrestag. No. Und dann waren sie nie wieder gesehen. Tja. So, jetzt will ich aber wieder raus hier. Beziehungsweise rein. So, was ist hier noch? Was ist das? Das gehört mir. Fernbedienung. Eine normale Fernbedienung für das Garagentor. Die Tasten sehen etwas abgenutzt aus, aber dafür brauchen wir ja... Sieht aus wie die Art von Fernbedienung, die für Markisen oder Metalltüren verwendet wird, ja. Die brauchen wir dann wahrscheinlich für das Garagentor unten. Aber da brauchen wir erst Strom. Dieser Sessel würde mir besser gefallen, wenn er nicht so stark nach Tabak riechen würde. Oh ja, Chesterfield Sofa. Ich könnte mich unter diesem Tisch verstecken, wenn ich müsste. Ach, lass mich in Ruhe. Ich will mich nicht verstecken. Handbücher zu vielen Themen. Ich habe dieses Buch über elektrische Schaltungen in meinem Studium gelesen. Hm? Wörterbücher und Enzyklopädien. Für einen Schriftsteller muss sie die gleiche Bedeutung haben wie meine Werkzeuge für mich. So, und hier war noch was. Aber das ist halt nicht das Bild, was wir suchen. Eine Landschaft ohne Seele. Hier steht, dass es 1906 gemalt wurde. Na, näher ran komme ich halt nicht, ne? Masken, aber nicht wie die aus meinem Land. Vielleicht sind sie aus Afrika. Ach, ist die vielleicht aus Südamerika? Ein Aktenschrank aus Holz. Hier bewahren die Seniores des Hauses Kontaktinformationen ihrer geschäftlichen Kontakte auf. Da guckt doch mal rein. Dieses Stück zerbrochene Metall hat die Tür blockiert. Ach. Ja. Wenn ich diesen Ring mit dem Stück Metall irgendwie verbinden könnte. Okay, uns fehlt dann noch ein Kleber. Haben wir da irgendwas? Was ist denn eigentlich mit dem Walkie-Talkie? Können wir auch nicht. Sicherung. Vielleicht mit der Grillzange? Ach, nope. Auf keinen Fall. Okay. Also geht's hier hinten auch noch lang. Ich würde jetzt gern erstmal Strom machen. Also ich höre nichts. Okay. Hier können wir so rein. Okay. Hier war ja nichts. Dann können wir wieder gehen. Nee. Das war doch diese komische... Nee, irgendwo war diese komische Tür mit dem schwarzen Zeug. Da will ich nicht hin. Ich gehe jetzt erstmal ins Esszimmer, mach die Pfütze da weg. Und dann gehen wir zum Strom. So, warte mal, das war... An die Küche war das. Auf jeden Fall müssen wir hier durch. Und dann hier durch. Na? Hier. Okay, ich habe das Wasser aufgewischt. Aber mal ganz ehrlich. Naja, leitet halt Strom, aber ist ja egal, ne? Die hat ja Ahnung. So, hier waren wir doch schon drin. War das hier der Keller? Hier war irgend so ein Schrank, so eine Abstellkammer. Hm. Und hier war zu? Oder was war hier? Ach genau, hier war das, ne? Oder nee, hier war auch so eine Abstellkammer. Wo war denn jetzt nochmal? Also ich finde mich hier... Also ich habe jetzt schon eine Karte... Oh.
schon eine Karte und finde mich trotzdem nicht zurecht. Furchtbar. Gott. Wo war denn dieses... Wo war denn der Keller? Oder war das dort in dem... Wo diese vielen Räume waren, weißt du? Na, komm. Ich will hier durch. Ich will jetzt endlich wieder Strom haben. Hier war das doch, oder? Ja. Hier ging es doch runter. Wir müssen auch nicht lauschen, das ist schön. Hier war das mit den Sicherungen. Mit diesen komischen Geräuschen. Halt auch nicht, ob wir leise sein müssen, weißt du? In irgendeiner Form. Nur der doofe Schrank. Wo wir uns verstecken können, müssen wir wahrscheinlich auch bald. Und jetzt können wir hier... ...10, 15, 20, 25. Hier steht 25, 50, 30, ah... Und die Kabel 25, wo läuft denn der hin? Das sieht man kaum. Läuft der hier hoch? Wonach muss denn das... Warte mal, 25 läuft wahrscheinlich hier hoch. Ich kann es euch leider nicht mit der, Maus zeigen. Warte mal. Ach so, geht das dann. Warte mal, der läuft hier hoch. Und dann... Hier hoch und dann dort wieder raus. Aber ich weiß halt nicht, wie das ist mit der Spannung. Also muss, oder muss das vielleicht das ergeben? Weißt du, 25, das läuft hier hoch, kommt da wieder raus. Bei dem zweiten 25, was ist denn, wenn ich jetzt 25, 50. Das wäre, der mittlere geht dort lang und kommt da wieder raus. Oder muss das dann 50 ergeben? Warte mal. Was für ein Rätsel. 25, 30, 40... 50a, 30a. Ich sehe das halt auch nicht so genau, wo das hin soll. Also so, dass es vielleicht dann die Spannung auch nicht übersteigt, weißt du? Warte mal, wo geht denn der hier unten von der 30? Geht da rein. 30 wäre ja bloß... 20 und 10 ginge halt bloß. Warte mal, 20 und 10. Und die 15 wäre ja dann aber 30. Gibt's gibt es hier halt nicht. Hier gibt es keine 40. Hm. 35. Auf jeden Fall 20 und 10 würden ja 30 ergeben. Aber ich sehe halt nicht genau, wo die 30... Warte mal. Nee, das mittlere, die 50 geht zu dem hier drüben. Ne? 50. 25... Dann 40 plus 10. Oh. Ich habe die Sicherung richtig eingesetzt. Das sollte die Stromversorgung zum Haus einschalten. Oh, okay. Okay. Ich hoffe, das funktioniert jetzt auch. Oh, ja. Es werde Licht.
Krass. I came to fix the electricity. But that doesn't seem like the most important thing right now. Ja, du, ich glaube, das Wichtigste ist, dass du jetzt endlich mal hier wegkommst, oder? Endlich mal raus hier. Können wir jetzt in die Garage gehen und verschwinden? Immer noch dieses Safe-Rätsel hier. Vielleicht kommen wir ja dann auch noch mal mit einem anderen Charakter. Oh. Was ist denn jetzt? Was war das denn? Die alte Trulla, da macht die einfach das Licht hier aus. Oh. Wer war das denn? Alter. Oh Gott. Blöde Kuh. Ach. Nope. Ach stimmt, da fehlt uns ja hier der... Da fehlt uns ja noch der Schlüssel, ne? Den haben wir noch nicht. Den haben wir noch nicht. Aber hier können wir rein. Na? Jetzt geht nämlich hier der Generator, also der Boiler. Hey, Mädel, mach doch mal, was ich will. Der Boiler läuft. Es ist hier ziemlich feucht, aber das könnte sein, weil die Leitungen undicht sind. Ja, in der Küche, ne? Hm. Was können wir denn da benutzen hier? Da fehlt uns noch was. Ach so. Drücken. Das hatten wir ja schon mal. Warte mal. Das hatte ich mir aufgeschrieben. Abschalten links, Start Mitte. Und entleeren rechts. Das ist die blaue. 2, 3, 4. Du musst die Heizung nicht einschalten. Ich habe mir jetzt ausgeschalten. So. Das reicht jetzt schon, oder was? So, und kann ich jetzt hier raus? Ich habe ja die Fernbedienung. Ich habe ja jetzt Lüft-Fernbedienung. Kann ich jetzt bitte... Kann ich bitte verschwinden? Was ist denn hier oben? Wieso kann ich nicht? Ich will hier raus. Jetzt kann ich das nicht wählen. Warte mal. Vielleicht mache ich das einfach jetzt manuell hier so über das... Ahaha. Sehr schön. Natürlich ist das Auto kaputt. Natürlich ist es kaputt. Oh. Batterieklemmen. Ein Satz handelsüblicher Batterieklemmen. Das Kabel ist gut isoliert. Wenn ich es benutze, besteht keine Gefahr eines Kurzschlusses. Das ist natürlich cool. So, jetzt habe ich aber vergessen, wofür wir das brauchten. Was macht denn hier komische Geräusche? Es scheint, dass der Senior eine Mappe auf dem Rücksitz liegen lassen hat. Da komme ich jetzt nicht ran. Sollte ich versuchen, die Mappe zu holen? Warum nicht? Heiko-Mappe 2, ein Teil von einem Sammlerstück. Eine blaue Mappe, es sind mehrere Papiere drin. Aber ich kann die halt immer nicht öffnen. Hm. Kann ich die vielleicht kombinieren mit der anderen? Mierda. Auf keinen Fall, José. Diese Kombination ergibt keinen Sinn. Wow, die Innenausstattung sieht edel aus. Warte mal, ich gehe erst mal... Kann ich nicht aufmachen? Schade. So, warte mal. Und hier kann ich auch nichts aufmachen. Gut.
Nichts übersehen? Ich möchte nichts übersehen. Ach, das ist der Garten. Kommt jetzt der Kinderspielplatz? Oh Gott. Was ist überhaupt mit den Kindern passiert? Ach, das ist die Schaukel. Ach, Mädel, komm. Alina, mach doch mal, was ich will. Was ist das? In Peru haben wir uns oft mit anderen Familien getroffen, zusammen ein großes Asado zubereitet. Ich weiß nicht, was das ist. Klingt aber lecker. Klingt schmackhaft. Jetzt gucken wir hier im Garten rum, aber keine Ahnung, was wir hier machen können. Was ist das? Ah, ich nehme an, sie verwendet diese Werkzeuge für die Gartenarbeit. Klingt safe, aber ich gucke mich nochmal kurz um. Ob es hier noch irgendwas gibt, was wir uns anschauen können. Hier nicht, ne? Nee, hier ist nichts mehr. Wo kommen wir denn da jetzt raus? Oha. Ach, in den Raum. Will man das? Hm? No. Der Dienstboteneingang. Das wüsste jetzt wahrscheinlich der andere Typ, weißt du, der... Ach, wir haben den Schlüssel gar nicht mehr. Den Schlüssel haben wir gar nicht mehr. Ich höre seltsame Geräusche. Sehr seltsame Geräusche. So, das Tor lassen wir jetzt aber offen, ne? So. So. Tja, was machen wir denn jetzt als nächstes? Wir haben ja jetzt diese... Genau, die Batterie klemmen. Die können wir auf jeden Fall oben. Hier brauchen wir noch irgendwas wie Kleber. Streichholzschachtel, stimmt, die ist ja auch noch. Grillzange, keine Ahnung. Was ist denn jetzt eigentlich mit dem Alarm? Hat Strom, aber der Alarm wurde zurückgesetzt. Vielleicht muss ich ihn aktivieren, damit er richtig funktioniert. Ja, ich gehe jetzt nochmal kurz nach dem Feuer gucken. Weil irgendwie... Ich weiß nicht, was wir da jetzt noch benutzen sollen, ehrlich gesagt. Bin ich gerade ein bisschen überfragt? Wir haben doch hier die Streichhölzer. Ich glaube nicht, dass ich das Holz mit den Streichhölzern allein zum Brennen bekomme. Aber was soll denn da noch? Was müssen wir denn da noch tun? Ja, ich weiß. Können wir das nicht? Können wir das nicht? Komisch. Dass das mit dem Feuer nicht funktioniert. Was brauchen wir denn da noch? Keine Ahnung. Dann gehen wir halt hoch. So. Und versuchen mal, diesen Lichtkegel da anzubekommen. Was denn? Oh, Alter. Das war hier hinten, ne? Was? Die Dunkelheit verstecken. Etwas Schreckliches nähert sich. Du musst dich verstecken, bevor es zu spät ist. Schau dich um. Und finde einen Ort, an dem du unentdeckt bleiben kannst. Ich sehe hier schon einen Schrank, das ist gut. Sobald du mit einem Versteck interagiert hast, wird es auf der Karte mit dem folgenden Symbol angezeigt. Ach so, die Zeit drängt, um zu rennen. Drücke Shift. Gut. I can hide in here. Dann geh da mal rein. Ah!
Was? Die Dunkelheit, bleib ruhig. Du hast es geschafft, dich vor der Dunkelheit zu verstecken. Aber das Schlimmste kommt noch. Na super. Versuche, einen Schritt voraus zu bleiben, um dich zu beruhigen. Achte auf deinen Herzschlag und drücke es... Ach so, Leertaste. Wenn das Symbol vibriert. Vibriert ja aber nicht. Ich habe ja keinen Controller. Wenn dein Herz zu schnell schlägt, gerätst du in Panik. Aber vor allem, schau es nicht direkt an. Oh, Gottes Willen. Okay, das war einfach. Oh, mein Herz schlägt jetzt aber schnell. Hä, wo sind wir denn jetzt? Oh, Entschuldigung. Mist, jetzt hat sie was gesagt und ich war schneller. Oh Gott, was war denn das? Okay, hier kann ich dann immer sehen, wo ich was zum Verstecken habe. Das ist natürlich nicht schlecht. Wir sind im Spielzimmer. Also entweder in Sauls oder in Julias. Der hat doch hier die Puppen versteckt. Was für ein schönes Puppenhaus. Es muss einige Dinero gekostet haben. No. Ich sehe hier keine Puppe, die ich rein... Ach, reinsetzen? Aufwendiges altes Spielzeug und so hässlich. Was mehr gibt's hier nicht? Guck mal, dem seine Zeichnungen. Alter Schwede. Okay. Das lässt mich jetzt aber in Ruhe, ja? Lass mich bitte schön in Ruhe. Ich will jetzt hier nämlich... Ich muss arbeiten. Ich bin ja hier zum Arbeiten. Ich habe ja sonst keine Funktion hier. So, jetzt benutzen wir das mit dem Dingens, oder? Genau, das war das. Dazu brauchen wir diese Dinger hier. Batterie klemmen. Batterie ist bereits mit dem Scheinwerfer verbunden. Und was machen wir jetzt mit dem Scheinwerfer? Der Strahler kann gedreht werden, wenn ich ihn an den Griffen anhebe. So zoomig? Hä? Ach so, mit der Maus. Oh Gott, das ist ja langsam. Soll ich das jetzt anstrahlen oder so? Okay. Warte. Konzentrieren. Na, zoom ran. Okay. Ich weiß ja nicht, ob ich da rein will. Also kann ich das auch einfach, kann ich es auch einfach lassen? Also mit Licht kann man das Zeug sozusagen bändigen. Ich gucke jetzt nochmal schnell hier hinten. Hatten wir hier eigentlich alles? Ja, hier waren diese komischen Masken, ne? Oh. Guck mal, hier liegen Zigaretten rum. Das war dieser ekelhafte Stuhl. Hatten wir das schon? Ich könnte mich unter diesem Tisch... Ach so, wenn ich müsste. Sonst war hier nichts, ne? Das hatten wir auch alles schon. Was war denn hier nochmal drin? Warte, bevor ich jetzt hier... Hier war zu, oder? Ach, das war das genau. Das war das mit dem Dingsbums. Warte mal. Das war das mit dem Metallring. Das ist so dieses Bild da, dieses komische Bild. Na dann los. Gehen wir es an, was? Aber erstmal lauschen, ne? Nichts zu hören. Wir gehen rein. Diese Fotos scheinen kürzlich aufgenommen worden zu sein. Ich glaube, sie haben sie absichtlich in Schwarz-Weiß aufgenommen. Hm, ich war... Oh! Ho, 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 ho.
Hascha. Hier steht der Name. Ach, Mascha. Ach, das ist hier für den Personaleingang, ne? Ein Schlüssel, der der Haushälterin Mascha gehört. Gut, den nehmen wir mit. Das ist natürlich sehr praktisch. Julia und hier. Wohin geht's hier noch? Okay, hier ist anscheinend nichts. Warum geht denn jetzt das Walkie-Talkie an? Zeigt mir das jetzt irgendwas an? Dass irgendwie ein Geist kommt oder so? Sie kann nie aufhören, sich mit anderen zu messen. Diese Muchacha. Sie erinnert mich an meine Schwester und mich, als wir klein waren. Oh, das Walkie-Talkie nervt. Ich fühle mich wieder wie ein kleines Muchacha, wenn ich diese Art von Bands höre. Ein Poster von Alice im Wunderland. Celindo. Oh, Aufzeichnungen von Julia und Saul. Eine Sprachaufzeichnung von Haschas Kindern. Auf dem Etikett der Kassette steht J und S, 14. September 98. Mommy's really scared. I'm scared too. She's broken all the mirrors in the house. Entschuldigung. Also ein Sekundenkleber, denn wir wissen ganz genau, wofür wir das brauchen. Jetzt haben wir das nicht gehört. Warte, ich mach's gleich nochmal an. Das muss das Bett des Mädchens sein. Ich glaube nicht, dass es kürzlich benutzt wurde. So viele Medaillen. Dieses kleine Muchacha ist eine tolle Skaterin. Sieht aus, als wäre der Kleiderschrank leer. Naja. Ich hoffe auch du. Ah! Darkness, it's coming. Scheiße. Also warnt mich das doch. Okay, jetzt ganz ruhig. Alter, habe ich mich erschrocken. Oh Gott, mein armes Herz. Was that for real? Also sozusagen, wenn das Walkie-Talkie angeht, dann ist da irgendwas. So, das hatten wir, glaube ich, schon hier, ne? Das Bett, das Mädchen, genau, kürzlich benutzt. Und jetzt hören wir noch mal rein in diese Sprachaufzeichnung. Ah, ne, oh. Ich meine natürlich, wo ist die denn? Oh nee, oder? Oder ist das bei Journal? Ach hier, sehr schön. Jetzt tun wir das nochmal abspielen. Mommy's really scared. I'm scared too. She's broken all the mirrors in the house. And that song? I hear it everywhere. I wish we'd never listened to it. Something is watching us. Okay, also die Mutter hat die ganzen Spiegel zerbrochen. Und alle hatten vor irgendwas Angst. Die Frage ist jetzt, wenn ich hier hintergehe, geht dann mein Walkie-Talkie wieder an? Okay, hier ist es ruhig, glaube ich. Ein Klo. Da ist was im Klo. Oh, what a nasty smell. Wie ist das Glas zerbrochen? Ja, das wissen wir ja jetzt. Was ist das denn? Ei, Madre, das stinkt. Die Toilette ist völlig verstopft. Hä? Was sollen wir denn da jetzt nehmen?
Die Grillzange. Ach, wirklich? Okay. Das hätte ich nicht gedacht. Schwarze Stoffpuppe. Eine schmutzige alte Stoffpuppe. Das arme Ding ist zusammengeflickt. Die Puppe sieht schrecklich aus und ist überall zerrissen. Weg damit. Sonst noch was? Hier gibt es nichts aus diesem widerlichen Dreck. Okay, dann gehen wir wieder. Das ist ja räudig. Boah. Sie haben die Regale hierher geschoben. Warum ist das jetzt alles voller Bilder? Nee, da ist was drin. Nee, da gehe ich nicht rein. Kannst du voll vergessen. Das kannst du voll vergessen. Warte, ich guck mal kurz. Ich könnte sozusagen beim Spielzimmer wieder rein mich verstecken, wenn jetzt irgendwas kommen sollte. Man weiß ja nie. Alter, die Bilder. So, warte mal. Wir haben jetzt den Kleber, da können wir ja eigentlich gleich mal dahinter gehen und dann können wir zum Personaleingang gehen. Ist da hinten eigentlich auch was, wo ich mich verstecken kann? Im Arbeitszimmer, genau, der Tisch. Gut. Also zur Not können wir dahinter gehen. Ist ja auf mit deinem Herzbumpern hier. Meine Güte. So, jetzt machen wir erstmal... Warte, das kombinieren wir mit dem Kleber. Untere Hälfte des Schlüssels. Genau. Und jetzt benutzen wir den. Schwere. Aber erstmal, ne, ihr wisst, wir lauschen. Okay, ist glaube ich nichts. Mhm. Was ist das denn? Metallhaken. Ein erweiterbarer Metallhaken. Dieser Haken ist sehr praktisch, wenn du klein bist und etwas erreichen möchtest, das weit entfernt ist. Okay. Würde mir jetzt nicht einfallen, wozu wir den brauchen. Also erstmal noch nicht. Dritter Brief von Isaac Färber. Ein Brief für Hascher mit Poststempel vom 15. August 1998. Gefunden bei ihm zu Hause. Lieber Sebastian, hier bricht alles zusammen. Ich weiß nicht, was mit meinem Telefon los ist, aber ich kann dich nicht erreichen, weshalb ich dir diesen Brief schreibe. Ich bete, dass es noch nicht zu spät ist. Sebastian, ich höre die Spieluhr nicht an. Ich wiederhole, höre dir diese Spieluhr nicht an. Ach so, ich habe gedacht, ich höre. Okay, wir sollen uns die Spieluhr nicht anhören. Gut. Etwas stimmt nicht mit dieser Melodie. Ich höre sie immer und immer wieder in meinem Kopf, wenn ich spazieren gehe, wenn ich lese, wenn ich esse oder schlafe, sogar in meinen Träumen. Und diese werden schlimmer und schlimmer. Ich habe das Gefühl, dass mich etwas beobachtet, Sebastian. Zuerst kam es nur in meinen Träumen vor, aber in letzter Zeit fühle ich es auch, wenn ich wach bin, obwohl es mir immer schwerer fällt, den Unterschied zu erkennen. Hier ist etwas, eine seltsame Präsenz, in den Gängen, hinter jeder Tür, der ich den Rücken zuwende. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Es tut mir so leid, mein Freund. Ich verfluche den Tag, an dem ich dir diese... Spieluhr geschickt habe. Isaac Färber. Ja, und jetzt drehen wir nochmal. Hier steht nichts mehr. Tja. Beruhig dich. Oh Gott. Das sage ich jetzt eher zu mir. Dieses Kabinett ist voller Ordner und Kisten mit vielen Dokumenten. Aber sonst ist hier nichts, ne? Ich muss hier jetzt nichts erreichen oder so. Gut, dann gehen wir wieder. So, jetzt können wir durch den Personaleingang. Alter, die Schocker sind... Weißt du, die sind an sich nicht schlimm, ne? Also die sind ja... Die sind einfach gut gesetzt. Die kommen im richtigen Moment. Und die sind absolut intensiv. Also ich weiß auch nicht. Die arbeiten wirklich nicht mit viel. Ich habe es ja schon mal gesagt. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass die das einfach gut hinbekommen haben. Aber vielleicht ist auch gerade das diese KI. Was waren hier eigentlich nochmal... Noch mal kurz gucken. Das
Zimmer hatten wir aber auch schon, ne? Warte mal. Ach nee, hier waren wir noch nicht. Was ist denn das für ein... Achso, das ist unsere Taschenlampe. Ach, hier war der Raum, wo wir das Licht noch brauchten. Eins der Bücher ist aufgeschlagen, aber ich verstehe diese selbst... Ach, das hatten wir schon. Dann machen wir jetzt mal das Licht an. Da kommt jetzt aber nichts, oder? Da geht jetzt nicht das Licht aus oder so. Oder? Bitte nicht. Diese Platten sind so alt. Ach so, Schallplatten. Und noch eine Puppe. Warte, ich nehme erstmal das Kassettentape. Maschas Aufzeichnung. Eine Sprachaufzeichnung von Mascha, der Haushälterin der Hascher-Villa. Auf dem Etikett auf der Kassette steht 11. September 98. Was? Alter, lass mich! Rote Stoffpuppe. Eine Stoffpuppe mit einer Blume im Haar. Was für eine schöne Puppe mit ihrem offenen Mund. Naja, die sieht zumindest nicht so schlimm aus wie die andere. Aber was machen wir denn mit den Puppen? Jemand hat angefangen zu packen, ist aber nie fertig geworden. Ich sehe nur Kleidung in einer der Taschen. Siehst du, und genau das meine ich, die setzen die Jumpscares so gut hier, dass du einfach überhaupt nicht damit rechnest irgendwie. So, jetzt kann ich mir das jetzt nochmal anhören, bitte. Ach, immer wieder. Gibt's doch nicht. Nee, Quatsch, das war im Journal. Das war hier das. Hey. Was soll denn das? Mommy's really scared. Nee, das wollte ich eigentlich nicht, sondern ich wollte die hier. I'm starting to worry. A few days ago, Mrs. Catherine started sleeping in Saul's room with the children. She's been avoiding me lately. Is she ashamed of something? Alexander and I have lived in this house for 16 years. With her and Mr. Sebastian. We've seen the children grow since they were babies. Okay. Also irgendwas passiert, wenn hier jemand einschläft. Wahrscheinlich auch, wenn es dunkel ist. Hä? Warum ist jetzt das Licht aus? Warum? Ach, hier ist es noch an, oder? Ja. So, warte mal. Jetzt gehen wir erstmal zu dem Personaleingang, würde ich sagen. Wir haben jetzt zwei Puppen. Eine ist noch im Safe. Noch mal kurz gucken. Wir sind... Da ging es zur Garage, zur Veranda und in diesen Raum. Also können wir jetzt den Raum unter der Treppe verwenden. Dort können wir jetzt rein. Weiß noch nicht, ob ich das gut finde. Das finden wir bestimmt gleich heraus. Das war der. Merda. Der immer noch nicht?
Müssen wir von außen? Ich dachte, wir könnten jetzt hier... Ich dachte, wir könnten jetzt da hier einfach durch. Lass mich. Lass mich einfach in Ruhe. Oder ist hier irgendwas, was ich noch erreichen muss? Wir haben doch den Boiler hier auch. Wo können wir mit dem eigentlich noch was machen oder so? Die Heizung. Du musst die Heizung nicht einschalten. Aber wenn die aus ist, können wir da jetzt nicht Feuer machen oder so? Habe ich hier noch was übersehen? Hier fehlt die Batterie. Hier brauchen wir einfach noch... Müssen wir wahrscheinlich finden. Oder das ist die, die oben stand. Das kann natürlich auch sein. So, da gehen wir jetzt mal hier hinten lang. So, na dann. Ach, nope. Jetzt haben wir ja aber den Schlüssel. Nix. Können wir rein. Da kann nichts passieren. Hey. Die Wand ist voll von handschriftlichen Notizen. Viele davon in einer sehr seltsamen Sprache. Na, wahrscheinlich Russisch. Nix. Was passiert eigentlich, wenn wir draußen sind, wenn die Viecher kommen? Mhm. Notiz von Mascha. Eine Notiz von Mascha an ihren Mann Alexander, die in der Hascha-Villa hinterlassen wurde. Verfasst am 20. September 98. Alexander, ich wünschte, du müsstest diese Notiz nie finden. Ich habe das Haus verlassen, oder zumindest habe ich das versucht. Ich hoffe inständig, dass es nicht das letzte Mal ist, dass du von mir hörst. Ich habe Mrs. Catherine oder die Kinder seit Tagen nicht gesehen. Manchmal höre ich sie oben weinen, aber ich kann sie nie finden. Sie scheinen immer direkt nebenan zu sein, auch wenn dort kein Raum ist. Hier ist etwas Schreckliches bei uns. Ich kann es nicht beschreiben. Ich traue mich kaum, unsere Zimmer zu verlassen. Ich muss gehen, bevor es zu spät ist. Ich liebe dich, Mascha. Okay, also Mascha wollte auch abhauen, verständlicherweise. Hier ist noch eine Puppe. In Peru haben wir überall Bibeln herumliegen. In meiner Familie bin ich die Einzige, die sich für eine Spiritualität entschieden hat. Eine, die näher an der Natur ist. Diese Kleider wurden nie gebügelt, soweit ich sehen kann. Hier ist die nächste Puppe. Orangefarbene Stoffpuppe. Eine Stoffpuppe mit einem kurzen Pferdeschwanz. Wofür brauchen wir diese Puppen? Mit dieser Nase sieht sie aus wie eine kleine Chanchito. Hier ist noch ein Bild. Ich sehe eine Statue der Jungfrau Maria und ein Foto einer jungen Dame. Ich glaube, sie kommt aus dem Osten. Eine alte Nähmaschine. Meine Tante hatte eine ähnliche. Ein Schrank. Ich glaube, sie haben diesen Schrank leer stehen lassen. Ich bin mir sicher, dass ich hineinpasse. Da ist nichts. Ein Badezimmer. Hier ist die Toilette wenigstens zu. Hier ist... Eieiei, diese Handtücher sind benutzt und sehen aus, als würden sie schon seit Wochen herumliegen. Sowas. Und das von einer Reinigungsfachkraft. Gut, hier ist halt nichts, ne? Ist denn da so ein Schloss davor? Und das war's jetzt? Also... Na gut, wir haben ja noch einen Gang zu begehen. Es kann auch alles passieren. Auf jeden Fall ist da was zum Verstecken. Genau. Ach, da kommen wir dann wieder da rein. Sozusagen. Schlaftabletten. Die Packung ist fast leer. So, würden wir jetzt da durchgehen, würden wir... da reinkommen. Und hier?
Nichts zu hören. Ich finde das so geil mit diesem Third Person. Das gefällt mir richtig gut. Also weil das einfach auch nochmal, du beobachtest sozusagen die Figur, die du spielst. Und das fühlt sich so schutzlos an, finde ich. Reinigungsmittel. Einige der Flaschen sind leer. Diese Laken sind alle staubig. Sie hängen schon wohl eine Weile hier. Lösungsmittel, eine Dose mit Universalverdünnung. Es ist noch viel Lösungsmittel übrig. Ich glaube nicht, dass wir das jetzt für das Feuer brauchen, oder? Reinigungsmittel, einige Flaschen sind fast leer. Was war hier jetzt noch? Ach, das sind die Laken da oben. Gut. Die Wäscheküche ist gefüllt mit schwarzem Wasser. Ich kann hier drin nichts erkennen. Nada. Dann schnell raus hier. Schnell weg. So, und hier kommen wir dann wieder. Aha. Da hat jemand die Tür versperrt. Vamos, ich kann jetzt hindurchgehen. Dann mach das bitte. So. Naja, jetzt haben wir noch. Lass mal kurz gucken. Nee, das war das Falsche. Wir haben Puppen. Wir haben einen Metallhaken. Wir haben diese Mappen, Lösungsmittel. Können wir das vielleicht kombinieren mit den Streichhölzern? Nope. Auf keinen Fall. José, diese Kombination ergibt keinen Sinn. Naja, aber was denn dann? Was soll ich denn dann machen? Ja, warum ist denn da ein Fragezeichen? Habe ich was verpasst? Warte mal. Das ist die Garage. Hä, habe ich einen Raum verpasst? Anscheinend ja. Zeigt es mir da jetzt ein Fragezeichen an? Wegen der Wanne? Wenn ich da drin nach etwas suchen will, muss ich mit den Händen tasten. Soll ich das tun? Nein. Nein. Nein, nein, das machst du bitte nicht. Nein. Mm-mm. Wenn ich schon solche Entscheidungen bekomme, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass die nicht gut enden werden. Das ist bestimmt auch sowas, wo man sterben kann. So, ja, naja. Wir haben halt immer noch das Feuer. Was wir mal irgendwie... Ich hab dich gesehen. Ich hab dich gesehen. Ich hab dich ganz genau gesehen. Scheiße. So, was ist denn jetzt mit diesem blöden Feuer? So, Q. Ich kann es halt mal probieren. Ah, Tatsache. Sehr schön. Jetzt können wir das benutzen. Jetzt können wir die Streichhölzer benutzen. Sehr gut. Und jetzt haben wir... Komm schon, meine Augen brennen allein schon von herumstehen. Jetzt haben wir das Feuer entzündet und haben halt das Safe-Rätsel auf jeden Fall noch. Das heißt, wir müssen das Bild noch finden. Was war denn noch? Lass mich mal kurz überlegen. Wir haben die Puppe. Ich hole nochmal. Warte mal, ich brauche mal meine Notizen. Wir hatten... Ach, in der Küche und in der Bibliothek war noch eine Puppe. Wir haben ja jetzt eigentlich alles gemacht. Wir haben Feuer gemacht. Ja, und der Safe ist halt noch.
Wir müssen noch das Gemälde finden. Frage ist halt jetzt, was zuerst. Na gut. Dann gehen wir mal ins... Da kann ich doch auch... Das ist das Esszimmer. Da kommen wir theoretisch auch hin, wo wir hin wollen. Na. Vielleicht meint er ja auch das Esszimmer. Irgendwas mit einer Puppe halt. Irgendwo muss dann halt noch eine Puppe sein. Oh shit. Ach so. Hier kann ich mich doch verstecken, ne? Ah, versteck dich doch da drunter. Ist jetzt meine Taschenlampe kaputt? Ernsthaft? Ich dachte, ich muss mich jetzt verstecken. Oh ne, jetzt ist die Taschenlampe kaputt. Hä, warum ist jetzt meine Taschenlampe kaputt? Was hätte ich denn machen sollen? Warte mal kurz. War der Spiegel hier schon immer? Wie ist das Glas zerbrochen? Na toll, jetzt ist das Licht aus. Boah, ich fass es nicht. Sie haben sie vor so langer Zeit aufgenommen. Könnte das die Familie sein? Ach so, ja. Oh, jetzt bin ich ganz aufgeregt, Mann. Was wollte ich denn jetzt? Ich wollte in die Küche. Meine Fresse. Jetzt ist hier wieder das Licht aus. Muss ich jetzt wieder runter? Zu dem scheiß Generator. Ne, guck mal, hier ist doch Licht an. Wo ist denn da jetzt die blöde Puppe? Irgendwas passiert doch hier. Ah! That damn door. Renn doch. Okay. Da gehe ich nicht raus. Nein, nein, nein. Was soll ich denn jetzt hier tun? Kann ich mich mit Schwertern bewaffnen? Hm. Gibt es hier irgendeinen Geheimgang noch oder so? Muss ich auch einfach nochmal hoch. Habe ich da alle Räume? Ich weiß es nicht. Ich gehe einfach nochmal hoch und hoffe... Hä, warum geht denn jetzt meine Taschenlampe wieder? Hä? Meine Taschenlampe geht wieder. Na, dann bin ich ja vielleicht hier richtig. Ich kann ja nochmal alle... Hier waren wir auf jeden Fall drin. Hier war dieser schwarze Schmodder. Smodder. Was war hier nochmal? Oh ne, wo ist das nächste Versteck? Hier. Hier ist das nächste Versteck. Da gehe ich auch gleich, da gehe ich gleich rein. 100 pro kommt doch hier gleich was. Hier war dieses Puppenhaus. Okay. Ach so. Ach so. So, hier kommt gleich was. Ich gehe schon mal zu Dings.
Ich warte jetzt einfach hier. Hier wird ja gleich was passieren. Hä? Das nervt nämlich echt. Es nervt. Ich warte hier auf eine Entität. Ich warte hier auf eine Entität. Vielleicht kommt eine Entität. Oder auch nicht. Also ich kann ja schon mal gucken. Ich bräuchte jetzt halt die Notizen. Safe-Rätsel. Isaac, Julia und Saul. Hier war das, ne? Hörte ich plötzlich Musik. Ich habe diese seltsame Tür gesehen. Einer hat Hunger, also macht ihre Freundin das Abendessen, weil es in der Küche gut riecht. Eine andere liest, während ihre Schwester ein Bad nimmt. Und die hässliche Puppe bewacht die Tür. Das kann ja jetzt alles sein. Also eine macht das Essen, während ihre Freundin ein Bad nimmt. Ach, da hätte ich mir vielleicht merken sollen, wo ich die her habe, ne? Und die bewacht diese komische Tür. Hier ist ein Dachboden noch. Boah, keine Ahnung, du. Muss ich dann später nochmal gucken. Da fehlt mir ja eh noch eine, aus dem Safe nämlich. So, was ist denn jetzt? Wann kommt denn diese blöde Entität? Ach, hier kommt das her. Aber wie laut? Hier passiert doch gleich was. Leute, macht mich nicht verrückt. Oh no, that's it, Lena. Rein. Wir schaffen das. For real? Wenn es dich jetzt schon nicht mehr wundert, dann weiß ich auch nicht. Also es ist zwar schön, dass das Walkie-Talkie mich warnt, aber ich hätte schon irgendwie gern... Also es reicht auch eine Minute vorher und nicht 10. Und hier war ich schon. Ich wollte ja alles nochmal absuchen. Was ist mit der Tür hier gewesen? Da konnte ich auch einfach rein. Bin ich denn doof? Ich war hier doch schon. Mein Gott. So, warte mal kurz. Nee, da hinten die Tür. Ach nee, das ist ein Gang. Hier war ich drin. War ich hier in allen Türen drin? Das war dieses Arbeitszimmer mit dem schicken Chesterfield-Sofa. Genau, das war das hässliche. Hier gehe ich gleich wieder raus. Pfui, Deibel. Nee. Kannst du voll vergessen. Hinten war ja eigentlich auch. Aber das geht eigentlich mit diesen Quicktime-Dingern, ne?
So, dann gucke ich nochmal. Hier war ja der Glibber dran. Was war denn hier noch gleich drin? Das war Juliets Zimmer. Ich gucke jetzt nochmal überall rein kurz. Das war das, genau. Hier brauchen wir, glaube ich, nichts, was wir mit einem Haken runterholen könnten. Was war hier? Hier kommt man auch gar nicht hin. Das war das Klo, da war die Puppe drin. Wo ich jetzt nicht mehr so genau weiß, welche. Ich glaube, die eklige. Und hier bin ich, glaube ich, nicht reingegangen, ne? Nee, hier gehe ich auch nach wie vor nicht rein. Das kannst du vergessen. Das mache ich nicht. Nein, 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 nein. Aber was soll ich denn jetzt tun? Wir haben diesen komischen Haken. Und ich weiß noch nicht genau, wofür ich den benutzen soll. Ach, hier haben wir ja noch eine Tür, oder? Die habe ich noch gar nicht... Oh, das habe ich gar nicht gehört. Das habe ich gar nicht gehorcht. Glück gehabt. Hier war ich noch gar nicht, stimmt. Alte Gemälde, die in der Ecke aufgestapelt wurden, wie altes Gerümpel. Sie sind von 1883 und 1790 so alt. Ist da vielleicht unseres mit dabei? Trockene Farbe und einige eingetrocknete Pinsel. Die Regale sind voller alter Flecken, die sich mit der Zeit angesammelt haben. Was ist das hier für ein... Oh! Sie haben die Falltür geschlossen. Um sie zu öffnen, brauche ich etwas, mit dem ich an dem Ding da oben ziehen kann. Ein... Scheiße, ein Dachboden. Okay. Fuck. Oh nö. Oh nee, das klappt ja tatsächlich. Scheiße. Genau. Ja, ja. Ich hoffe auch, dass du da oben Spaß hast. Oh shit. Oh shit. Was ist das? Ich werde so traurig, wenn ich mir dieses Bild ansehe. Hier steht, es ist von 1745. Aber nicht unseres. Das ist unseres! Ich kann in diesen Gesichtern nur abstoßende Emotionen erkennen. Das Gemälde ist vom 14. Juli 1798. Warte, das schreibe ich mir auf. Das ist zumindest das erste runde Gemälde, was wir hier sehen. Und ich kann da gar nichts erkennen, weil ich... Ja toll, danke. Ich kann da nichts sehen, wenn du die Taschenlampe da drauf hältst. Hier steht ein Gerüst von einem alten Bauvorhaben. Ich könnte es durch ein Fenster erreichen. Soll ich aus diesem Fenster stehen? Nein! Wenn ich solche Möglichkeiten bekomme, ich warte lieber erstmal, ob ich das will. Who is that? Scheiße. Scheiße. Aber wir sind ja auch nicht umsonst hier hochgekommen, oder? Hier ist ein Fernseher. Ja, hier blinkt was, aber ich komme nicht wirklich... Ach, jetzt. Eine Wiege. Die Leute sagen immer, Alina, du wirst noch als alte Jungfer enden. Sie sollten sich um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern. Ja, wo sie recht hat. Hallo, Kind. Warte mal kurz, ich muss mal hier noch... Dinge untersuchen. Ich kümmere mich gleich um dich. Mein Primo hat eine große Staffelei wie diese benutzt. Er war langsam, aber er hatte einige schöne Bilder gemalt. Okay. Beim Anblick von diesem Bild fühle ich mich so einsam und verloren. Hier steht, es ist von 1922. Das ist doch die Catherine, oder? Warte, Kind, ich will... Kann ich zum Fenster? Scheiße, soll ich jetzt mit dir reden?
Dann wäre alles umsonst. What happened, baby? Are you okay? Lass mich, ich will nicht sterben. Bitte nicht. What? What is this? Okay. Haschers Haikus. Sammelobjekt. Eine Reihe kleiner Gedichte von Sebastian P. Hascher. Niemand weiß, was ihn inspiriert hat. Ein verlorener Freund. Was für ein Geschenk. Wenn er das überhaupt noch ist. Okay, die sind jetzt vollständig. Dios. Where did she go? She was right here. Es wirkt so trostlos, dass ich am liebsten weinen möchte. Das Gemälde ist von Januar 1811. Ich will auch gleich weinen. Es ist ja furchtbar hier. Nein. Also wenn ich schon die Wahl bekomme... Gott, ja, ich weiß ja jetzt nicht, was richtig ist. Ich gehe jetzt erstmal zum Safe und hol die Puppe. Ah. Boah, nee, ich mache jetzt hier nicht einfach irgendwas. Ah. Ah. Na gut, das hat sich ja ein bisschen gelohnt. Na? Jetzt wissen wir, wofür der Haken war. Oh, schon wieder. Also langsam nervt's. So, ich glaube, hier war was, ne? Er muss doch nie unter dem Tisch versteckt. Also wenn das jetzt hier ewig dauert, dann mache ich jetzt einfach einen Schnitt und dann sehen wir uns gleich. Mali, that door had opened. Ja, du hast die Ruhe weg, ne? Du hast die Ruhe weg. Alter, ich krieg die Krise einfach. Ich krieg hier noch die Krise. Warum schlägt jetzt schon wieder die blöde Uhr? Ich hab nicht gehorcht, scheiße. Na, Gott sei Dank ist alles gut. So, wo war denn jetzt? Mist, wo war denn schon wieder der Keller? Küche, ne? Garage, Bibliothek, Veranda. Wo war denn nochmal dieser doofe Keller? Hier, ne? Hier rein? Genau, und dann hier hin. Da müsste ja das, der Safe jetzt sein. Wenn nicht schon wieder die alte ist. Ich hoffe, man kann da unten sich irgendwo verstecken. Ich glaube aber, da war was. Wäre natürlich schön doof, wenn man das nicht könnte. Aber ich glaube, da war was. Ach, hier ist der Safe. Gut. Warte mal kurz. Ich guck mal. Hier ist was zum Verstecken. Gut. So, jetzt machen wir das. Okay, das war... Warte, mein Zettel. Die 4. Wie kann ich denn... Ach so. Die 4. Die 7. Und jetzt ist es entweder... Na, müsste ja jetzt 98 sein. 1798. Wenn das richtig ist. Hoffe ich zumindest. So.
Juhu! Ich habe eine kleine Puppe in der Box gefunden. Grüne Stoffpuppe. Eine Stoffpuppe mit Brille und zwei Zöpfen. Ich wette, dass diese kleine Puppe gut in der Schule ist. Ach so, das sind die Hinweise. Das ist natürlich praktisch. Dann gehen wir jetzt wieder hoch in das Zimmer von Dingens. Von dem Jungen mit dem Puppenhaus. Obwohl ich eigentlich dachte, das Hall klang ja eigentlich wie ein Mädchen so ein bisschen, oder? Also ich meine, das ist bei Kindern sowieso mal schwer zu unterscheiden. Das war ja nicht Juliets Zimmer, sondern Sauls. Naja, mal gucken. Ja, keine Eile. Wir haben keine Eile. Hi. Was? What just happened? Jetzt habe ich es verpasst. Jetzt habe ich es verpasst. Alter, lass mich in Ruhe. Deinem Scheiß. Hier müsste alles gut sein. Ich habe jetzt nicht viel gehört da drin. So, jetzt muss ich das irgendwie... Ich möchte die hier oben. Die grüne Puppe ist gut in der Schule. Dann ist die bestimmt in der Bibliothek. Die ist bestimmt... Die bewacht diese Tür. Oder das könnte auch eine Schule sein. Nee, warte mal. Ich kann die nicht mehr zurücknehmen. Eine liest, während die andere ein Bad nimmt, aber welche? Kann ich mir die nochmal... Kann ich mir die nochmal ansehen? Eine Stoffpuppe mit einer Blume im Haar. Das sagt mir ehrlich gesagt nicht viel. Was für eine schöne Puppe mit ihrem offenen Mund. Mit dieser Nase sieht sie aus wie eine kleine Canchito. Das hilft mir jetzt aber auch nicht gerade viel. So, den würde ich, den setze ich jetzt einfach mal hier hin. Die grüne sitzt in der Bibliothek. Die eine macht's Essen, die andere nimmt ein Bad. Ach nee, mir fehlt doch eine, oder? Mir fehlt eine Puppe. Eine isst, während die andere Essen macht. Eine badet. Eine liest und eine bewacht die Tür. Mir fehlt noch eine Puppe. Oh Gott, scheiße. Muss ich da jetzt vielleicht nochmal auf den Dachboden? War der denn jetzt nochmal... Der war ganz hinten, ne? Oder hier so. Oh, jetzt fang aber nicht schon wieder an, hier blöd mich zu triggern mit deinen doofen... Oh, ich muss bestimmt aus einem der Fenster. Ich muss bestimmt aus dem Fenster. Scheiße. Aber aus welchem Fenster... Halt auch keinen Hinweis, ne? Ich könnte höchstens... Na, hier stand halt das Mädchen. Naja, probieren muss ich es jetzt eh. Ich springe jetzt aus dem Fenster. So. Ich hoffe, es passiert nichts. Guck mal, das sieht doch safe aus. I hope no one at the company finds out about this. Ach, guck mal, hier hätten wir doch auch... Ach nee, da ist so eine... Na gut, da wären wir vielleicht nicht mehr hochgekommen. Sie haben wohl niemals ihre Arbeit abgeschlossen. Kann ich da jetzt irgendwas tun? Ach,
Ach, drüben werden wir dann runtergefallen, oder was? Okay. Ach. Glück gehabt. Also, das ist wirklich Luck. Das ist dummhart Glück. Also wirklich, das hätte jetzt auch ganz schief gehen können. Außerhalb der Stadt ist der Himmel so schön. Ich wette, dass sie sogar die Sterne sehen können. Bestimmt. Und hier können wir jetzt rein? Mom, are you there? Hey, ich glaube nicht. Alte Andenken und Notizblöcke. Die Seniores des Hauses reisen wohl sehr viel. Liegen die Kissen überall? Ich könnte mich unter diesem Tisch verstecken. They don't... Where did the family go? Tja, das fragst du dich erst jetzt? Unter dem Tisch? Das will ich sehen. Nein. Oh, Perspektive. Oh! Eine Stoffpuppe mit Hut. Nee. Die sieht aus wie in der Küche. Die sieht so schmutzig aus. Gute Idee, dich zum Duschen bereit zu machen. Ach, zum Baden ist die... Na, das ist ja gut. Da haben wir ja jetzt alle, oder? Ich hoffe es. Ich hoffe es. Hier liegt noch was. Ich möchte mir diese Alben gerne ansehen, aber ich höre die Stimme meiner Schwester, wie sie sagt, Lina, sei keine Chismosa. Das sind private Sachen. Okay. Wo sind die Seniores des Hauses? Dieses Bett wurde vor langer Zeit gemacht. Da ist nichts. Ein Badezimmer, toll. So, vierter Brief von Isaac Färber. Der Brief wurde am 26. August 98 an Hascher gesendet und in der Villa des Schriftstellers gefunden. Sebastian, ich habe die Spieluhr wieder erhalten. Ich kann ihren Anblick nicht mehr ertragen, aber ich höre immer noch ihre Musik. Hat sich etwas geändert, seit du sie zurückgeschickt hast? Fühlst du dich besser? Falls ja, sollte ich vielleicht dasselbe tun oder nicht? Ich sollte versuchen, den vorherigen Besitzer zu finden, falls das überhaupt möglich ist. Hast du irgendwas herausgefunden? Bitte lass es mich wissen. Ich kann weder schlafen noch wach bleiben. Ich spüre eine Präsenz. Hier ist etwas bei mir. Tja, was soll ich denn sagen? Bei mir ist auch was. So, und wie kommen wir jetzt wieder zurück? Muss ich jetzt wieder über das Dach gehen? Ich komme ja hier nicht raus so richtig, oder? Ich muss doch hier irgendwie rauskommen. Warte mal, hier ist noch was. Bitte komm zurück, wir können das Haus nicht verlassen. Ein zerknittertes Blatt Papier. Haschers Frau hat was draufgeschrieben. Oh Mann. Alte Andenken und Notizbücher. Achso, das hatten wir schon. Hä, wie kommen die denn hier raus? Also jetzt mal ganz ehrlich. Die kommen ja hier nie wieder raus. Hier ist überhaupt keine Tür. Hier ist eine Tür zum Badezimmer. Hier geht's überhaupt nicht raus. Ach, hier geht's raus. Entschuldigung. Ich höre nichts. Ah, okay. Na dann mach mal. Ich habe schon gehorcht. Ich muss jetzt nicht nochmal horchen. Kann sein, dass ich gleich zurückrennen muss. Ach, na sieh mal einer an. Hä, wie hätte ich denn finden können? Das zeigt mir jetzt das richtige Fenster an. Willst mich doch verarschen. Das Gerüst kommt hierher. Eine Seitenansicht der Villa mit ein paar Notizen drauf. Pff. Na, jetzt auch nicht mehr ganz ehrlich. Oder Pobrecito. Oh, oh, that's so sad. Poor little thing. Es ist nur ein alter Plattenspieler. Gott. Wo bin ich denn? Ach, hier hinten. Jetzt aber schnell. Schnell ins Spielzimmer. Warte mal. Habe ich das schon gesehen? Zweiter Brief von Isaac Färber, den habe ich noch gar nicht gesehen. Ein Brief für Hascher, geschrieben August. Der Brief wurde vom Besitzer eines Antiquitätengeschäfts geschickt. Lieber Sebastian, ich wollte dir mitteilen, dass ich eine dringend
dringend benötigte Auszeit nehmen werde und mein Geschäft daher ab morgen geschlossen sein wird. Ich wollte, dass du es von mir erfährst und nicht über ein Schild an der Ladentür. Meine Tochter ist gerade verreist und ich muss gestehen, dass ich die täglichen Anforderungen nicht alleine bewältigen kann, vor allem da ich in letzter Zeit nicht gut schlafen konnte. Sobald sie zurück ist, wird das Geschäft wieder geöffnet. Du wirst der Erste sein, den ich benachrichtige. Ich hoffe, dass es mir bis dahin besser geht. Bitte grüße deine Familie von mir. Hochachtungsvoll, Isaac Färber. Habe ich gar nicht gesehen. Gibt's hier noch mehr, was ich vielleicht nicht gesehen habe? Habe ich das einfach verpasst? Das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht. Tja. Aber manchmal ist dumm. Das ist das Spielzimmer, ne? Lieber gleich gucken. Nee, das ist nicht das Spielzimmer. Das ist das Spielzimmer. Passiert doch gleich wieder was. So, jetzt aber die Puppen. Jetzt müssen... Beziehungsweise kann ich ja einfach das jetzt auch mal machen. Ich warte jetzt nicht. Ich mache das jetzt einfach mal so. Die ist in der Bibo. Die ist entweder auf dem... Nee, wahrscheinlich hier unten. Und eine von beiden ist und die andere macht hier das. Alter Schlüssel, ein schwerer Metallschlüssel. Er war im Puppenhaus versteckt. Auch wenn dieses Haus alt ist, der Schlüssel, er passt nicht hierher. Also ich denke mal, die KI hat gelernt, wie wir reagieren. Deswegen wird sie wahrscheinlich wissen, dass ich jetzt wieder hier reingehe. Und vielleicht jetzt kommen. Wer weiß. Oh, fuck! Santa Tierra, what is that thing? Tschüss. Nee. Alter. Willst du mich verarschen? Jetzt komm endlich, du blöde Entität. Ich will da nicht raus. Ich will da nicht raus. Ist die tatsächlich hier? Ay madre, was ist dieses Ding? Hilf uns, rette uns. Wir sind verloren. Ein Blatt Papier. Es ist auf mysteriöse Weise in der Hascher-Villa aufgetaucht. Alter. Ich will hier raus. Ist das jetzt noch da? Scheiße. Wofür ist denn der Schlüssel jetzt für unten, wo der Dings verschwunden ist? Der Daniel?
Warum knackt das denn die ganze Zeit so? Another one? Jedes Mal. Was ist denn jetzt? Jetzt ist das Ding hier. Ay madre, was ist dieses Ding? Hilf uns, rette uns. Zwei verblasste Blätter Papier. Sie sind auf mysteriöse Weise in der Hascher-Villa aufgetaucht. Gefangen, seinem Verlangen unterworfen. Oh, lass mich doch in Frieden, ey. Ich muss jetzt wahrscheinlich ins Wohnzimmer, ne? Nee, das ist nicht das Wohnzimmer. Das ist dann das Wohnzimmer. Also zu dieser Tür, ne? Zu diesem Raum, wo der verschwunden ist, glaube ich. Oder? War das da hinten die Tür? Bin ich dort doch richtig gewesen? Ich weiß das gar nicht mehr. Er war schon lange nicht mehr da. Oh, ist das ekelhaft. Sieht aus wie die Medusa. Kann ich lunchen vorher? Okay, da ist was dahinter. Da kann ich nicht durch. Muss ich wahrscheinlich erst woanders hin. Hä, muss ich jetzt die ganzen Puppen hier ablaufen? Oder wie ist das? Ach nee, warte mal. Ach so, jetzt muss ich sozusagen die Orte ablaufen, wo ich die Puppen platziert habe. Weißt du? Hier nicht. Ich muss jetzt die Orte ablaufen, wo ich die Puppen platziert habe. Also jetzt in die Küche muss ich nochmal, ins Bad. Und dann komme ich wahrscheinlich erst dort rein. Könnte ich mir vorstellen. So könnte es sein. Müsste ja hier auch was sein. Oder? Nee, doch nicht. Ah! Ay madre, was ist dieses Ding? Hilf uns hier rauszukommen, befreie uns. Ja, ich mach ja schon. Ich bin halt auch kein, ne? Ich brauche auch Zeit dafür. Also, jetzt müssen wir ins Bad. War das das richtige Bad da hinten? Hier ist das Bad. Hier ist das Bad. Hier müsste ja dann der nächste sein. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte hier rein. Nee, das ist das falsche Bad. Wo ist denn das andere Bad? Ich muss ins andere Bad. Das ist da hinten. Hier, ne? Nee, hier auch nicht. Shit. Das ist das falsche Bad. Oh Mann. Wo gab es denn noch ein Bad? Wo habe ich denn die andere Puppe hergehabt? Das ist Juliet. Das war hier das WC, ne? Hier habe ich das gefunden, oder? Aber hier ist die nicht. Ugh, what a nasty smell. Nee, hier ist das auch nicht. Hier habe ich aber die Puppe gefunden. Ich dachte, die ist jetzt hier. Mann. Na dann geh doch.
Komm, wir gehen heute mal unter den, unter den Tisch. Durchgang. Oh, die sieht ja furchtbar aus. Gut, dann gehen wir jetzt dort, wo dieses... Dann gehe ich jetzt dorthin, wo dieses schwarze Wasser war, ja? Ich hoffe, das ist richtig. Es war ja wirklich eine Badewanne. So, hier war das, ne? Genau. Und da werde ich aber trotzdem nicht reingreifen, ne? Also, kannst du vergessen. Ich greife da nicht rein. Ich hoffe, das ist jetzt aber auch das. Ich spiele jetzt hier schon wieder eine Ewigkeit. Das war das, ne? Bitte sei drin. Ich will hier aber nicht reingreifen. Ich will hier nicht. Ich will hier nicht reingreifen. Ah, hier gab es doch. Irgendwo gab es doch noch ein Badezimmer. Hm, wo ging das denn zu diesem. Wo ging es denn zu diesem. Na? Zum Dachboden. Wo war denn dieses andere Zimmer? Warte mal, Seitenveranda? War das hier? Ach nee, hier bin ich ja draußen. Ich muss hoch. Oh. Jetzt unten. Ach ja, naja, ich weiß sonst nicht, was wir machen sollen. Ich dächte, wir müssen jetzt wirklich alle Punkte abgehen, wo wir diese Puppen hatten. Und da fehlt eigentlich nur noch dieses Badezimmer. Und das andere Zimmer halt, aber da kommen wir ja noch nicht rein. So, jetzt zeig mal, wo das war. Hinterer Balkon. War das da hinten? Hauptschlafzimmer. Müssen wir ganz hinter. Jetzt fang ja nicht wieder an mit so einem Blödsinn hier. What is that? Was denn? Schnell weg. Was ist das? Nein, du sollst runtergehen. Beruhig dich, beruhig dich, beruhig dich. Wir müssen bestimmt dahinter. Können wir da sterben? Nein, oh, Alina.
Dann renne ich jetzt mal nicht, da bin ich jetzt mal ganz leise. Oh Gott, ey. Also hinten rein und dann nochmal rein. Das war, glaube ich, das Bad, ne? Hier ist das. Ay madre, was ist dieses Ding? So, dann zeig mal her. Hilf uns hier rauszukommen, befreie uns. Wirf das Dunkel ins Feuer. Das Dunkel. Was, die letzte Puppe? Die letzte Puppe. Wir sollen die letzte Puppe ins Feuer werfen, glaube ich. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal in das Zimmer von dem Jungen. Alles klar. Okay. Oh, jetzt habe ich es nicht. Tja, warte ich jetzt? Na, wenn ich jetzt runtergehe. So, jetzt ganz ruhig, keinen Fehler jetzt machen. Im Wohnzimmer kann ich halt nicht. Kann ich mich halt nicht verstecken. Höchstens dann im Esszimmer. Wie kannst du dann auch lachen? Mir fallen gleich die Finger ab. So, schmeiß das Ding ins Feuer. Los jetzt. Komm schon, meine Augen brennen schon. So, weg das Ding. I'm relieved now after burning that horrible thing. So, jetzt müssten wir ja theoretisch. Jetzt müssten wir ja da rein können, ne? Wo der verschwunden ist. Der Daniel. Ist das hier? Ja, das ist hier. So, jetzt bitte keine Dingens mehr. Oh, ich kann nicht mehr. Meine Finger tun so weh. Pero, where did that door come from? Ach, den Schlüssel haben wir ja.
So, jetzt aber. What the hell? Da ist Daniel runtergegangen. Aber ich glaube nicht, dass der noch lebt, ehrlich gesagt. Where am I? What did I get myself into this time? Das frage ich mich auch. Hier kann ich gar nicht rein. Nothing makes sense. Ich kann hier gar nicht rein. Ay, Papito, wo bin ich hier gelandet? Was ist hier? Hier kann ich auch nicht rein. Okay. Dann gehen wir zur letzten Tür. Oh Mann. Ay, Dios mío. Hallucination. A mirage. I needed to rest. That was all. Just rest. Oh, wir haben es geschafft. Wir haben Episode 1 durchgespielt. Wir sind nicht gestorben und wir haben Daniel lebend gefunden. Oh mein Gott, endlich ist das vorbei. Alter Schwede, das ist mal ein richtig gruseliges Spiel. Also, da kann ich echt nicht meckern. Also, ich kann die positiven Bewertungen durchaus verstehen. Mag das Gameplay noch so blöd sein und vielleicht auch die Optik nicht ganz dem entsprechen, was eben AAA-Titel heutzutage rüberbringen. Aber was Atmosphäre betrifft und auch die Story und den Gruselfaktor, ist dieses Spiel auf jeden Fall ganz weit oben in meiner Liste. Also mir hat das wahnsinnig gut gefallen. Und ich hoffe natürlich, euch hat es auch ein bisschen Spaß gemacht, dass ihr euch auch ein bisschen gegruselt habt. Ich kann mir halt nicht vorstellen, wie das ist für jemanden, der da nur zuguckt. Aber auf jeden Fall ist das Spielerlebnis richtig, richtig intensiv. Und deswegen würde ich euch einfach raten, spielt es auf jeden Fall selber. Das macht, also es macht wahnsinnig Spaß. Ich habe halt leider, was heißt leider, aber wir haben ja jetzt so direkt keinen Tod gesehen. Es wäre natürlich auch mal spannend zu sehen, wie man hier sterben kann. Aber wir haben Episode 1 zumindest erfolgreich abgeschlossen. Und das mag ja vielleicht auch was heißen, wer weiß. Gut, dann freue ich mich auf jeden Fall, wenn ihr bei der nächsten Episode 2 wieder mit dabei seid. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis dahin macht's gut und tschüss.